dann würde ich sagen, dann starten wir jetzt mit unserem Webinar D365 Business Central, ja, Software as a Service und ERP zu 100% aus der Cloud. Genau. Das erste vielleicht das Organisatorische. Die Mikrofone bei Ihnen sind aktuell stumm geschaltet. Ihre Fragen, die Sie haben während dieses Webinars oder im Nachgang, können Sie derzeit über das Fragenmodul stellen oder uns im Nachgang natürlich noch eine E-Mail schicken. Das kommt nochmal auf der letzten Seite gleich am Ende dieses Webinars. Stellen Sie die aber, wie gesagt, auch gerne während dieses Webcasts. Die Frau Thiele wird dies überwachen, die Fragen, und versucht diese zu beantworten oder wird auch eingreifen dann gleich ins Gespräch, dass wir das ja vielleicht direkt Ihnen beantworten können. Sollten Sie mich jetzt gleich nicht hören, jetzt sehen Sie es ja auf der Folie, auch das würden Sie gleich eben als Frage formulieren, wenn es noch technische Probleme gibt, damit auch da Frau Thiele mich eben informieren kann. Und wie gesagt, die Präsentation gibt es aber auch im Nachgang plus Video, werden wir Ihnen dann nochmal zugeschickt. Wer hält das Webinar? Das ist meine Wenigkeit, das ist der Thomas Hamann. Ich bin ein ERP-Consultant in der TSO Data und arbeite mit dem Programm Business Central jetzt seit 2 Jahren im SaaS. Da der Vorgänger aber hier Microsoft Dynamics NIV oder Navision ist, arbeite ich mit der kompletten Software jetzt eigentlich circa 13 Jahre und ich hoffe, dass ich Sie jetzt gleich ja gute 90 Minuten durch dieses Webinar führen kann. Und ja, meine Kollegin, die wird sich mal eben jetzt kurz selber vorstellen, die Frau Thiele. Genau, mein Name ist Annika Thiele. Ich überwache heute so ein bisschen den Fragen-Chat und werde Herr Hamann da ein bisschen unterstützen. Ich bin ebenfalls ERP-Consultant. Ich mache das seit 5 Jahren, arbeite aber schon seit 6 Jahren mit NAV und hoffe, dass ich alle Fragen heute gut beantworten kann. Okay, schönen Dank. Wir werden jetzt ein bisschen eine kleine PowerPoint machen, das wird auch gar nicht so lange sein. Sie sollen ja auch heute sehr viel von dem System sehen, damit Sie auch wirklich sich einen Eindruck machen können, wie man live eventuell auch mit dem System arbeiten kann. Das sind natürlich jetzt sehr leichte Prozesse, die wir Ihnen heute zeigen. Gerade wenn man Navision kennt oder auch Microsoft Dynamics NRW als Vorgänger, das ist ja dann doch ein sehr großes mittelständisches ERP-System. Aber wie gesagt, wir versuchen die Prozesse heute ein bisschen leichter darzustellen, damit Sie einfach für sich einen Eindruck gewinnen können, ob sowas auch für Sie gangbar ist. Und gerade auch so eine SaaS-Lösung könnte ja auch sehr interessant sein durch das Mietmodell und wie gesagt, dass ich sie halt hundertprozentig aus der Cloud betreibe und ja auch keine Infrastruktur mehr bei mir zu Hause dann stehen habe, außer den Rechner. Ich möchte einmal ganz kurz das Unternehmen vorstellen, damit Sie überhaupt einen Eindruck haben, wer hier heute auch sitzt oder mit welchem Unternehmen Sie sich hier das präsentieren lassen, diesen Webcast. Das ist die TSO Data und CTM Systemhaus sehen Sie oben rechts. Das ist ein Verbund, mit dem der ist Anfang oder Mitte, jetzt vor 2 Monaten, glaube ich, eingegangen worden, dass wir jetzt 3 Unternehmen sind. Das ist einmal dann Standort Osnabrück, da komme ich her, und die Frau Thiele. Dann haben wir einen Standort TSO Data Nürnberg und CTM Systemhaus kommt aus Bremen. Insgesamt ist unser Team somit circa jetzt 200 Mitarbeiter und mit den Farben können Sie ungefähr sehen, wie welcher Standort dann mit Mitarbeitern bestückt ist. Das heißt, der in Osnabrück, wir sind circa 120 Mitarbeiter, Nürnberg 40 und unsere Bremer Kollegen haben auch nochmal ein Team von circa 40 Mitarbeitern. Im letzten Jahr erwirtschaftet war der Umsatz ca. 28,7 Millionen und auch da wieder je Firma, muss ich jetzt nicht extra vorlesen, Sie sehen es auf der Folie. Vielleicht ist nochmal wichtig, ist einfach, dass wir halt auch eine sehr große Erfahrung haben. Diese Erfahrung der 700 Kundeninstallation bedeutet natürlich noch nicht diesen SaaS-Markt. Der SaaS-Markt ist einfach noch zu frisch, richtet sich auch an ein ganz anderes Kundenklientel als das, was wir vielleicht auch in den letzten Jahren bearbeitet haben. Aber wir sind trotzdem sehr erfahren in diesem Bereich. Das sehen Sie auch an diesen Kompetenzen, die Sie vielleicht unten sehen. Wir haben einige Goldkompetenzen. Und wenn Sie die 1000 Jahre Projekterfahrung mal nehmen, ich hatte Ihnen eingangs gesagt, dass ich 13 Jahre Navision oder jetzt auch 2 Jahre Business Central SaaS mache. Und somit sind 13 Jahre, zu den 1000 Jahren trage ich sie mit 13 Jahren dazu bei. Und so setzt sich dann so eine Projekterfahrung zusammen, so eine Kennzahl.
Einmal ganz kurz zu unseren Leistungen. Ich möchte das jetzt gar nicht so, Sie sehen es auf der Folie, dass wir ein Volldienstleister sind im Bereich Dienstleistungen im ERP, BI, CRM, DMS, IT-Infrastruktur. Wir konzentrieren uns aber heute rein eigentlich auf den ERP-Bereich und dann natürlich, wie gesagt, auf den Cloud-Bereich. Natürlich ist da mit Power BI irgendwo mit inbegriffen, weil Power BI zu diesem Produktportfolio der Cloud gehört, zu Office 365. Und auch natürlich das CRM mit Dynamics 365 ist ja auch inzwischen ein reines Cloud-Produkt. Was einfach nur wichtig ist, glaube ich, und die Folie soll aussagen, dass wir einfach eine ganzheitliche Betreuung von Kunden durchführen und sie eigentlich auch wirklich nicht nur im Bereich ERP beraten können, sondern auch im Bereich Infrastruktur, die natürlich hier ein bisschen runterfällt, da es ja hier mehr um ein Cloud-Produkt geht, aber eventuell auch um weiterführende Sachen, wenn es um Auswertung geht im Bereich Controlling oder vielleicht kommen Sie auch eher von einem CRM-System und wollen jetzt hin zu einem ERP. Es gibt ja immer ganz viele Aufsätze. Der eine fängt mit dem CRM an, der andere fängt mit dem ERP-System an. Und da merken Sie schon, dass wir eigentlich da ziemlich breit aufgestellt sind. Und der SharePoint ist ja auch wieder ein Bestandteil dieser 365-Lösung im Bereich DMS. Und das ist eigentlich so die wichtigste Folie, glaube ich, die so ein bisschen die Welt darstellt, in der wir uns jetzt hier gleich bewegen werden. Das Office 365 kennen viele eventuell aufgrund, dass sie Excel, Word, PowerPoint, das sind ja so die gängigsten Office-Programme, die man sicher seit Jahren im Business kennt. Und auch die kann man ja inzwischen privat als Mietmodell jährlich erwerben. Und genau dasselbe hat im Business Einzug gehalten seit Jahren. Das heißt, ich kann im Business mich komplett ja, mit Mietmodellen ausstatten und kann diese Produkte mir dann dementsprechend mieten. Was dann jetzt aber noch viel interessanter ist, dass jetzt dieser ganze Business-Bereich, dass dann dieses Microsoft Dynamics 365, was Sie dann im rechten Bereich so ein bisschen sehen, wo Sie dann so Begriffe wie Sales oder Business Central sehen, dass das jetzt natürlich auch ganz stark ausgeprägt wurde. Sales ist schon deutlich eher in die Cloud gegangen. Und wie gesagt, Business Central ist dann im April 2018 gestartet, auch dieses als eine SaaS oder als eine Cloud-Lösung anzubieten, sodass sie das auch jetzt hundertprozentig mieten können und sehr flexibel Lizenzen auf- und abbauen können. Das Allerwichtigste, was inzwischen immer mehr betrieben wird, und mit Business Central 16 sind wir jetzt auch ein ganz kleiner Bestandteil im Common Data Model, nämlich hin zu Sales. Das ist jetzt etwas, dass es wirklich diese einheitliche Plattform geben soll, wo sich in Zukunft alle Programme dran bedienen sollen. Und das wird halt jetzt in den nächsten Jahren von Microsoft als, ja, der uns ja natürlich die ganze Technik zur Verfügung stellt, immer weiter vorangetrieben, sodass das Zusammenspiel der ganzen Microsoft-Produkte sich eigentlich jetzt über die nächsten Jahre auch immer wieder weiter verbessern sollte. Das, was Sie sich heute für beworben haben oder was Sie sich heute gerade angucken möchten, ist genau das Produkt Business Central. Und ja, wir schreiben immer SaaS da dran. Das muss man wissen. Man kann Business Central auch immer noch selber hosten auf seinen Server oder in ein privates Rechenzentrum gehen. Der SaaS-Ansatz ist aber wirklich der Ansatz, dass ich auf ein Microsoft-Rechenzentrum aufsetze und hier wirklich auf die IT-Infrastruktur so eigentlich keinen Einfluss habe. Ich gehe wirklich in ein Mietmodell, so wie wenn ich mir jetzt vielleicht eine App irgendwo für mein Smartphone runterlade. So muss ich mir das vielleicht auch vorstellen, dass ich hier wirklich mir einfach ein Produkt miete und das dann halt dementsprechend lizenzmäßig auf- oder abbauen kann, so wie ich das benötige, gerade für meinen Bedarf und da auch mal sehr kurzfristig eingreifen kann. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, April 2018 war ungefähr der Startschuss dieser Lösung, dass wir dieses Ihnen anbieten können als Interessenten, als Kunden, dass es wirklich ein hundertprozentiges Cloud-Produkt gibt. Und wie gesagt, das war kurz nach Ostern, das war glaube ich der Dienstag nach Ostern, war der Startschuss, dass es dieses Produkt dann auch zu erwerben gab. Software SaaS vielleicht nochmal als Erklärung. Das ist der Begriff Software as a Service. Es schickt sich mal jetzt auch ein bisschen schon bekannt. Und das ist halt das Wichtige. Alle Daten und Dienste laufen nun natürlich dann in der Cloud. Das Ganze wird lizenzseitig über eine pauschale Miete abgerechnet. Sie zahlen wirklich eine Miete pro Lizenz und haben damit natürlich SQL-Lizenzen, die IT-Infrastruktur und so gleich mit erworben. Was das gleich kostet, eine Lizenz, kommt gleich noch auf einer späteren Folie. Lizenzen, hatte ich gesagt, können monatlich auf- und abgebaut werden. Das ist immer sehr gut, wenn man vielleicht mal auch ja, Spitzen hat oder vielleicht jetzt auch in einer Zeit der Kurzarbeit ist es natürlich auch mal gang und gäbe, dass vielleicht dann auch mal eine Lizenz abgebaut wird.
und ich kann hier sehr schnell drauf eingreifen. Das Schöne an dem Produkt ist, dass wir es weiterhin erweitern können. Das heißt, es war gang und gäbe, dass wir eine On-Prem-Lösung über Jahre auch erweitert haben und auch eine Branchenlösung entwickelt haben oder mehrere. Und das ist uns weiterhin möglich, das zu tun. Aber der Ansatz geht auch ganz klar hin, so wie ich es eben gesagt habe, beim Smartphone können Sie sich Apps runterladen. Und genau das ist auch ein Ansatz, der auch jetzt in diesem Produkt verfolgt wird. Ich kann dieses auch schon durch fertige Extensions, die ich am Markt finde, sei es eine Datenschnittstelle, sei es ein Zahlungsverkehr, der auf dem deutschen Markt absolut passend angepasst wurde. Solche Apps finde ich dementsprechend und ja, der wächst täglich, dieser Markt, sodass ich dort mich auch dann bedienen kann, um da auch eine, ja, eine gute Lösung zu haben, eine große Grundleistung plus halt ja, gute Extensions. Für wen könnte dieses Ganze eigentlich so interessant sein? Ich hatte mal jetzt einfach dieses Arbeiten aus dem Homeoffice mal noch mit drauf geschrieben, ganz schnell, weil das ist ja jetzt so in aller Munde. Natürlich ist es jetzt für die Verwaltung vielleicht interessant, sehr schnell, weil sie wirklich ja nur einen Browser brauchen oder ein Tablet, um ziemlich schnell arbeiten zu können. Ja, für einen Lagermitarbeiter wird es sicher ein bisschen schwerer, wenn er natürlich noch die Ware zusammenstellen muss, die sie versenden möchten, wenn sie überhaupt Ware handeln und keine Dienstleistungen, die sie vielleicht noch abrechnen. Dann ist das Homeoffice vielleicht für den natürlich nicht gerade so gegeben, aber für die Verwaltung oder für die, die wirklich andere Tätigkeiten machen, Buchhaltung etc., könnte das ja dann sehr interessant sein, ziemlich schnell, ohne dass die viel dafür tun müssen, ins Homeoffice zu gehen. Was das auch interessant macht, ist natürlich, dass ich eine schnelle und standardnahe Inbetriebnahme mache, da ich mich ja erstmal sehr nah an den Standard bewege. Und dann halt auch schaue, ob es halt eher fertige Extensions gibt, dass man zum Beispiel sagt, ich nehme die SaaS-Lösung plus Datenschnittstelle und vielleicht einen leistungsfähigen Zahlungsverkehr und bin dann aber auch erstmal leistungsfähig aufgestellt, weil die Grundeinrichtung ist ja da. Das werden Sie ja auch gleich sehen, dass das Programm ja auch sehr viel schon mitbringt. Dann bin ich natürlich in der Microsoft Cloud, ohne dass ich eine neue Infrastruktur für mich selber aufbauen muss. Ist ja auch ein Vorteil, da vielleicht ist mein Server gerade veraltet, ich müsste wieder in einen neuen Server investieren, könnte das ja auch sehr interessant sein, dass ich jetzt das gar nicht mehr muss. Auch so einen Kunden hatte ich seinerzeit mal gewonnen, der genau das hatte, er musste jetzt investieren und hat sich genau dann dagegen entschieden und hat gesagt, dann gehe ich doch lieber doch in die Cloud, um genau diese Kosten in was anderes oder dieses Geld in andere Sachen zu stecken. Thomas? Ja. Kam gerade eine Frage, die ganz gut in die Richtung geht, wie lange Business Central On-Prem noch zur Verfügung steht? Parallel derzeit nicht aufgekündigt. Also eigentlich immer noch. Also es gibt keine Deadline. Das ist parallel da und es ist auch nicht irgendwie angekündigt von Microsoft, dass da irgendwelche Bestrebungen sind, das derzeit anders zu machen. Es ist wirklich derzeit ein Produkt, vielleicht auch für eine ganz andere Branche oder Nische, für Startups, für kleine Unternehmen. Warum? Da sollte man sich keine Sorgen machen. Das ist zurzeit nicht angedacht. Danke dir. Okay. Okay, wir waren bei dem Punkt mit der hohen Microsoft-Affinität. Damit meinen wir so ein bisschen, wir hatten in den letzten 2 Jahren sehr viele Interessenten und auch ja, Kunden gewonnen, die in diesem Bereich schon was hatten, Produkte, sei es, dass sie im Office 365 oder dass sie halt im CRM, was ja jetzt Sales heißt, dementsprechend schon tätig waren und dadurch natürlich ein Produkt haben wollten, was vielleicht dann auch eine saubere Schnittstelle sofort hat. Und die haben dann diese Produkte sich dann auch angeschaut, um diese Synergieeffekte dann auch zu nutzen. Und das sollte ja eben die vorherige Folie mal zeigen. Microsoft ist ja bestrebt daran, diese Produkte immer mehr ineinander fließen zu lassen, sodass das immer harmonischer miteinander und dass das einfach gut harmoniert, diese Produkte untereinander. Unternehmen, die natürlich mit der Lösung wachsen wollen, das ist ja auch ganz klassisch. Ich bin ein klassisches Startup, mache jetzt vielleicht, ich glaube, Word oder Excel ist, glaube ich, schon gar nicht mehr erlaubt, aber vielleicht habe ich so ein bisschen eher eine Wirtschaft oder in einem ganz kleinen System gemacht und bin jetzt in eine Größe gekommen, dass ich vielleicht ein bisschen eher in standardisierte Prozesse rein möchte. Auch da kann es ja interessant sein, dann auf ein leistungsfähiges ERP-System zurückzugreifen, was ja mit NAV dann doch schon mehrere Jahre am Markt ist und nicht nur die 2 Jahre, wie es Business Central gibt. Und das, was ja schon mit dem Server eben vorkam, das heißt, ich möchte aktuell nicht in Hardware investieren oder ich möchte auch meine IT-Abteilung gar nicht so groß aufbauen, weil ich gerade gar nicht so das Geld habe für diese Ressourcen, dass ich jetzt vielleicht noch einen IT-Administrator oder so einstelle, sondern da verlasse ich mich wirklich dann auf Produkte,
die halt in der Cloud angeboten werden. Und das muss man dazu sagen, der Administrator an der Stelle ist nicht auch nicht die Theosu Data, das ist an der Stelle wirklich Microsoft. Einmal ganz kurz, dass Sie die Lizenzkosten einmal für sich so sehen können, was kostet mich das eigentlich, wenn ich in so ein Produkt einsteige, aktuell in so ein ERP-System. Das ist der Named User, ist Gesetz, das heißt, ich muss eigentlich für jeden User, Nutzer eine Lizenz kaufen. Das ist 59 €, ist die Essentials-Lizenz. Wir werden uns jetzt in der Präsentation auch rein um Essentials kümmern. Das heißt, wir werden in dieser Präsentation nicht ein Premium-Feature zeigen. Alles, was Sie gleich sehen werden, heißt rein Essentials, weil Premium ist dann eigentlich eher die zwei Module, das Service-Modul und das Produktionsmodul. Und wer sich da wirklich für interessiert, ich biete Ihnen eh am Ende nochmal an, Sie können auch in eine kostenlose für sich, also für Ihr Unternehmen in eine kostenlose Beratung gehen. Und wenn dann für Sie Premium vielleicht interessant sein könnte, dann würden wir dann natürlich wir Sie individuell nochmal beraten. Und das würde Sie dann auch erstmal nichts kosten, das würden wir natürlich auch da nochmal anbieten, um dann zu erarbeiten, welcher Lizenztyp denn eigentlich für Ihr Business der bessere ist. Der Named User ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, um ein bisschen Lizenzkosten zu sparen. Eventuell habe ich Mitarbeiter, die eher einen lesenden Zugriff haben. Ich habe vielleicht ein CRM-System, aber der Vertrieb soll im CRM arbeiten oder im Sales arbeiten. Und er soll aber vielleicht mal im ERP-System sich beauskunften sollen. Dann ist natürlich der Named User sehr interessant, weil er eigentlich alles lesen kann und eventuell auch mal einen Auftrag noch anlegen kann. Er hat aber sonst natürlich ein bisschen Beschränkung. Er kann eigentlich jetzt nicht in allen Tabellen frei arbeiten. Lesen kann er aber alles. Und das sind halt die drei Lizenztypen, mit denen man sich dann am Ende auseinandersetzen muss. Was man auch sagen muss, man kann Lizenzen sehr schnell hin und her schalten. Das ist schon möglich, aber ich muss wirklich einem eine Lizenz zuweisen, damit der auch dann dementsprechend dieses Produkt nutzen kann. Ja, jetzt kommt auch schon das Allerwichtigste. Das ist jetzt unser Business Central Live, dass wir jetzt wirklich uns anschauen, die Prozesse. Das ist einmal, möchte ich Ihnen gleich den Web-Client zeigen, den Tablet-Client, den Phone-Client. Das zeige ich Ihnen gleich mal in der Sandbox, wie das so aussehen kann, wenn Sie das auf dem Tablet oder auf dem Telefon nutzen. Wie läuft das mit dem Rollen- und Rollenwechsel? Ja, das Filtern und Suchen ist vielleicht interessant. Dann das Individualisieren Ihrer Ansichten. Und dann gehen wir auch mal ein bisschen ans Arbeiten. Wie könnte eine Datenmigration zum Beispiel im System aussehen? Weil ich habe ja irgendwo Artikel, Debitoren, Kreditoren vielleicht schon irgendwo stehen. Wie könnte ich die ziemlich schnell ins ERP-System bekommen? Und dann natürlich auch weitere Prozesse. Mal mit Outlook werde ich Ihnen was zeigen, dass Sie auch mit Outlook halt sofort einen integrierten Client haben, dass ich Excel benutzen kann, um Stammdaten zu verändern oder anzulegen. Und wie sieht es eigentlich aus, wenn ich mal Kosten buchen möchte, über eine Bestellung, eine Einkaufsrechnung, Buchblatt werde ich vielleicht heute mal auslassen, aber auch Erlöse buchen, eine Verkaufsrechnung, Auftrag, das, was ja so das klassische Business ist. Danach hat man ja auch mal Prozesse wie Zahlung zu buchen oder Debitorzahlung zu registrieren. Auch da möchte ich Ihnen ganz kurz mal so ein paar Möglichkeiten zeigen, damit Sie einfach ein Gefühl dafür bekommen, wie das System denn arbeitet. Und dann, was ganz wichtig ist, wir sind natürlich eine integrierte Finanzbuchhaltung. Ich würde es jetzt nicht zu buchhalterisch vielleicht machen, aber am Ende werden alle Buchungen natürlich auf Sachkonten etc. Abgesetzt. Und Business Central hat natürlich eine zertifizierte FIBU, sodass die eigentlich sogar eine 100%ige Finanzbuchhaltung, wenn das angestrebt ist, natürlich auch dementsprechend in Business Central durchführen können mit Auswertung. Sie haben eine BWA, können Sie haben, eine Bilanz etc. Und natürlich auch klassische Auswertung wie eine fällige Postenliste und so weiter. Aber das werden wir uns jetzt auch alles live im System anschauen. So, genau. Und dann werden wir jetzt live gehen. Ich muss mal ganz kurz jetzt den Monitor switchen. Ich werde mal ganz kurz die Übertragung stoppen, aber Sie hören mich weiter. Ich muss mal eben jetzt, es geht gleich weiter, eben jetzt diese PowerPoint kurz schließen und dann geht es auch sofort ins System. So. So. Dann geht es auch weiter.
Jetzt sollten Sie, genau, ich sehe schon, das sehen Sie jetzt auch. Ich bin jetzt ja schon eingewählt. Eigentlich mein Startpunkt kann natürlich direkt der Link sein. Sie sehen ja auch, ich bin jetzt hier wirklich online. Das ist hier meine eindeutige ID. Ich bin hier wirklich in einem Live-System. Das ist mein zugewiesener Schlüssel. Der authentifiziert mich wirklich zu meinem Unternehmen. Und das ist wirklich meine, ja, mein eindeutiger Schlüssel, wie ich an meine Lösung komme in der Cloud. Mein Einstiegspunkt ist meistens klassisch über die Office-Sicht. Das heißt, hier habe ich dann dementsprechend meine Icons. Und hier würde ich dann in der 365-Welt starten. Das ist halt Sales und auch Business Central. Der Web-Client, in dem ich mich jetzt hier befinde, ist, wie gesagt, das ist der Browser-Client. Das ist auch der gängigste Client, mit dem Sie natürlich die meisten Möglichkeiten haben. Zum Tablet und zum Phone-Client sind immer wieder Abstufungen von den Funktionalitäten. Die meiste Funktionalität bekomme ich natürlich im Browser. Und da funktioniert eigentlich der gängige Browser, auch wenn Sie jetzt vielleicht sehen, der eine oder andere hat vielleicht schon gesehen, dass ich eher den Google Chrome gerade nutze, auch der Firefox und auch der Edge ist natürlich nutzbar. Aber das ist ja auch dann die freie Wahl, mit welchem Browser Sie arbeiten möchten. Das ist jetzt nicht irgendwie vorgegeben. Wir sind so ein bisschen gewohnt, in der Cloud mit diesem Chrome zu arbeiten. Aber wie gesagt, das ist dann auch so eine freie Wahl, die Sie natürlich für sich selber entscheiden müssen, was Sie bei sich installiert haben. Der Webclient ist erstmal so aufgebaut. Sie sehen, ich bin in einer Rolle. Ich werde gleich noch ein bisschen was zu den Rollen sagen. Gleich in dem nächsten Step, aber im ersten Step wollte ich Ihnen ja ganz kurz den Web, den Tablet und den Phone-Client mal eben näher bringen. Ich habe hier ganz klar meine Leisten, kann dementsprechend runterscrollen und habe dementsprechend immer weitere Informationen. Und das liegt aber auch gleich an der Rolle, das werden wir gleich mal sehen, wenn wir gleich beim Verkäufer sind oder in einer anderen Rolle eines Buchhalters, dass dort dann gleich ganz andere Optionen zur Verfügung stehen. Das heißt, mein Menüband wird sich verändern. Und auch die Einstiegspunkte werden andere. Nein, es ist einfach auf die Rolle zugeschnitten. Das ist einfach der Gedanke der Rolle, dass ich eine Rolle einnehme und dann dementsprechend die Informationen angezeigt bekomme, die zur Rolle gehören. Da wir aber auch personalisieren können, haben Sie natürlich auch Möglichkeiten, sich zu individualisieren. Das zeige ich Ihnen aber auch gleich mal live. Ich möchte jetzt aber ganz kurz mal wechseln. Ich bin jetzt mal eben weitergegangen. Das heißt jetzt zwar auch SaaS Live Webcast, ich bin jetzt aber in einer Sandbox. Eine Sandbox steht Ihnen zu. Eine Sandbox ist so, wo Sie Ihre ja, Demo-Daten reinfahren können. Sie können drei Sandboxes parallel betreiben, wo Sie einfach auch testen können, Prozesse. Und was dann nicht eigentlich Ihr Echtsystem ist, wo Sie dann auch immer schon so ein bisschen auch was ausprobieren können. Auch wenn man entwickelt, entwickeln wir immer gegen die Sandbox, um dort das dann auch auszuprobieren. Hier werde ich mal Folgendes machen. Da habe ich mich jetzt verblickt. Dass ich eben in den Entwurfsmodus gehe. Im Entwurfsmodus habe ich jetzt die Möglichkeit, Ihnen einmal kurz zu zeigen, wie es sich anfühlen würde, wenn Sie das doch auf dem Tablet oder auf dem Phone-Client benutzen. Die Apps sind verfügbar für Android und für iPhone. Das ist jetzt dieselbe Rolle. Ich bin gerade in der Rolle des Geschäftsführers. Das habe ich vielleicht gerade eben noch gar nicht erwähnt. Und das ist jetzt die Rolle, eben hatten Sie den Webclient, hier sehen wir jetzt schon das Tablet, das wäre der Tablet-Client, dementsprechend, ich kann hier dementsprechend auch Prozesse sofort loslegen, ich kann hier auch in die Einkaufsbestellung reinklicken, jetzt mache ich es natürlich per Maus, Sie würden es natürlich jetzt per Touch machen, ich bin jetzt in so einem Design-Modus, Sie würden jetzt hier natürlich nicht einen lila Strich haben, das hat ein bisschen damit zu tun, ich könnte jetzt hier customizen, kann das dann dementsprechend ausrollen ins Echtsystem, sodass ich auch alle Möglichkeiten habe, den Tablet-Client mir anzupassen, ja, die Sichten, Ansichten anzupassen und die dann auch dementsprechend wieder meinen Bedürfnissen anzupassen. Der Tablet-Client hat aber einen sehr hohen Funktionsumfang. Er kann schon sehr viel wie der Web-Client. Beim Phone-Client gibt es zum Beispiel keine Buchblätter. Also dort können Sie einige Prozesse wirklich einfach nicht ausführen. Hier sehe ich auch etwas, was noch ausgeblendet ist. Das könnte ich mir noch einblenden. Also hier ist auch mein Berichtseingang, den ich eben schon gesehen habe, dass ich hier noch ein paar Richter angucken kann. Aber da werde ich ja später noch drauf eingehen. Ich kann das dementsprechend dann auch mal kippen. Wie sieht das denn aus, wenn ich das denn hochkant mir anschaue? Da ist sofort eine dynamische Änderung der Sicht. Jetzt steht hier Debitor, Kreditor gar nicht mehr links. Das finde ich jetzt auf einmal hier, dass ich jetzt hier vielleicht zu meinen Debitoren wechseln kann. Dementsprechend habe ich da die Möglichkeiten, dann auch sofort einzusteigen. Das heißt, das ist wirklich dann eine Möglichkeit, auch mal vielleicht mit dem Tablet dementsprechend zu arbeiten oder ja, vielleicht auch mal außer Haus zu sein und dann auch dementsprechend mit einer Verbindung
auch sofort wirklich online, live in meinem ERP-System zu arbeiten. Gucken wir uns das Ganze doch mal, jetzt sind wir wieder auf dieser Startseite, ich kippe das nochmal. Jetzt gucken wir uns das doch mal auf dem Phone-Client an. Der Phone-Client ist dann dementsprechend, ja, Sie sehen sofort, dass es ein Phone ist, dass es ein Smartphone ist und auch hier wieder dementsprechend Einstiegspunkte habe. Auch wenn ich hier die nicht verarbeiteten Zahlungen habe, es geht über ein Buchblatt, das werde ich nachher nicht unbedingt ausführen können. Also ein Buchblatt wird es vielleicht nochmal irgendwann geben, dass ich es, aber dann wird es auch sehr fummelig, glaube ich. Sie wissen ja auch, dass es auf dem Handy immer kleiner wird und wie schön ist es dann vielleicht da noch, vielleicht wirklich Prozesse zu buchen. Man kann aber wirklich auch einen Auftrag anlegen, auch übers Handy wäre das möglich, Aufträge anzulegen. Es ist natürlich dann mal ein, zwei Klicks mehr, aber das kann man sich ja auch sicher vorstellen, dass das natürlich ein bisschen anderes Bearbeiten ist. Aber hier sehe ich auch sofort Auskünfte wie Lagerbestände, dass der Berlin-Gästestuhl 100 Mal da ist. Hier sind halt mehr Aufträge da, als wie gerade Bestand. Aber ich habe auch sofort Auskünfte dementsprechend auf dem Handy. Und vielleicht um abends nochmal vielleicht noch schnell was zu gucken, kann das ja dann auch mal interessant sein, dass ich das vielleicht schnell auf dem Smartphone mache. Wenn dazu keine Fragen sind, das können da ja die Frau Thiele den Fragen-Chat beobachtet, frage ich das halt immer, dann würde ich nämlich jetzt den Blog Web-Client, Tablet-Client, Phone-Client erstmal Look and Feel abschließen an der Stelle und dann werden wir natürlich hundertprozentig im Web-Client weiterarbeiten. Genau, ich habe ein paar Fragen aufgenommen, die hatten aber nichts damit zu tun, die habe ich erstmal ans Ende gestellt. Ja, genau. Wir werden am Ende nochmal auch auf Ihre Fragen eingehen. Also alles, was Sie haben, immer rein. Und das werden wir auch in die Folien mit aufnehmen, die wir am Ende Ihnen zukommen lassen. So. Ja, die Rolle und der Rollenwechsel hieß ein Stichwort. Die Rolle, hatte ich gesagt, Sie starten eigentlich, wenn Sie sich eine Demo schalten, Sie können sich eine 30-tägige Demo schalten, kostenlos. Dann starten Sie immer in der Rolle des Geschäftsführers. Der Rollenwechsel passiert, indem dass ich hier oben auf meine Einstellungen gehe und dann habe ich die Möglichkeit, über Rolle dementsprechend auf weitere Rollen zuzugreifen. Wenn Sie hier Tests sehen, ich habe hier schon mir ein paar Rollen erstellt. Das heißt, Sie sehen schon wieder die Möglichkeit, Sie können sich auch selber Rollen customizen. Das heißt, Sie können aufgrund von Standardprofilen sich eigene Rollen machen und die dann dementsprechend wieder optimieren auf sich selber. Darum gibt es hier so GF-Test und sowas. Das sind schon so Tests von mir. Aber ich möchte mal einfach zum Beispiel in den Buchhalter gehen. Und Sie würden sofort sehen, dass sofort so ein paar kleine Veränderungen stattfinden werden. Hier sind sofort ein paar Analysen, Aufgaben, das heißt Cashflow etc. Also es haben sich sofort ein paar Ereignisse auch verändert. Das sehen Sie, ich komme sehr schnell auf den Kontenplan, was ja sicher sehr wichtig ist für den Buchhalter. Und habe dann dementsprechend auch noch mal ein paar andere Prozesse, kann hier den Kassenkontensaldo sofort überwachen. Das heißt, meine Schnell-Icons sind dementsprechend auch gleich wieder ganz anders aufgestellt. Ich habe hier meine Konten, die ich überwache, ein bisschen Geschäftsunterstützung, das hatten wir beim Chef auch gesehen. Ich habe eine Cashflow-Planung hier schon in der Ansicht. Power BI-Bericht, ja, das habe ich jetzt noch beim Chef aktiviert, darum sieht er, oh nein, da kommt was. Lädt das jetzt doch noch nach. Ja, habe die Self-Service, wenn Sie mit Arbeitszeitnachweisen arbeiten wollen. Ist in diesem Kronos-Demo-Mandanten, wir sind in einem Kronos-Demo-Mandanten, ist es dann dementsprechend gar nicht eingerichtet an der Stelle. Genau. Also das haben Sie dann dementsprechend, können Sie vornehmen. Es gibt diverse vorkonfigurierte Rollen, die Sie dementsprechend auswählen können. Wir können ja vielleicht nochmal, was vielleicht immer interessant ist, mal eben in den Verkaufsauftragsverarbeiter gehen. Und auch jetzt wieder ist schon sofort Verkaufsaufträge, ich kann sofort Aufträge anlegen, hier habe ich Verkaufsbuchblätter, Artikelbuchblätter, das heißt, ich habe sofort ganz andere Prozesse wieder da, hier eher meine Debitoren, das heißt, wenn ich vielleicht so ein Key-Account bin, das ist ja pro Rolle, das heißt, das wäre ja jetzt nicht, meine Debitoren ist wirklich, was der Nutzer sich selber hier pflegt, das sieht dann wirklich nur der eine Nutzer und wenn der da so ein bisschen seine Hauptdebitoren überwachen möchte, dann hat er natürlich solche Start-Einstiegspunkte oder hat ein paar Artikel, die er vielleicht so ein bisschen bewerten möchte, die er ganz schnell im Zugriff haben möchte, damit er dann auch sofort den Einstiegspunkt zur Karte hat, kann er das dann dementsprechend auf seiner Startseite sofort platzieren. Ich möchte aber jetzt den ganzen weiteren Webcast weiter über den Geschäftsführer machen
weil die Rolle wirklich auch gerade, wenn ich ein sehr kleines Unternehmen bin, wirklich alles auch beinhaltet, auch sehr viel die finanzbuchhalterischen Prozesse. Das heißt, mit dem Geschäftsführer bin ich eigentlich sehr gut aufgestellt, mein Business ein bisschen zu betreiben, ohne viel in weitere Rollen zu wechseln. Wenn dazu keine Fragen sind, würde ich dann auch schon wieder auf den weiteren Punkt gehen. Und das wäre dann nämlich das Filtern und das Suchen. Das Filtern und das Suchen ist eigentlich sehr angenehm. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel gehe ich in die Artikel rein. Wir haben jetzt natürlich nicht so viele Debitoren oder Kreditoren, wie Sie gesehen haben. Das ist ein kleines Demosystem. Hier werde ich immer erinnert, dass mein Arbeitsdatum ja nicht 6.04.20 ist. Das möchte ich jetzt gar nicht mehr. Das weiß ich. Das ist einfach die Demo. Wenn Sie die Demo schalten, werden Sie auch immer alles am 6.04. eigentlich erstmal ausführen. Und ich kann hier sofort bei Suche, kann ich dann auch dementsprechend lostippen, sowas wie Gäste. Und ich habe sofort eine dynamische Suche, dass er sofort da, wo Gäste drin ist, dementsprechend auch sucht. Und ich tippe hier mal blau ein. Das ist so eine Schnellsuche. Und ich habe sofort zwei Artikel, ja, wo vielleicht der Begriff blau drin vorkommt. Wenn mir dieser Schnellfilter nicht ausreicht, habe ich natürlich auch noch einen größeren Filter. Das ist so der erweiterte Filter, nennen wir den. Hier heißt es jetzt Filter bei euch anzeigen, aber für die erfahrenen Consultants ist es eher der erweiterte Filter, indem ich hier wirklich alle Möglichkeiten habe, dass ich zum Beispiel sage, ja, ich möchte einen Artikel, wo definitiv der Lagerbestand größer 0 ist. Ja, das heißt, ich möchte jetzt nur die sehen, wo vielleicht ein positiver Lagerbestand ist. Und ich mache es jetzt mal vielleicht ganz leicht, das lasse ich jetzt mal einfach so und das möchte ich speichern, das möchte ich immer im Schnellzugriff haben, dann mache ich das dementsprechend, tituliere ich das, speichere mir diesen Filter und habe dann halt Zugriffe immer, wenn ich dann dementsprechend draufgehe, dass ich ja irgendwo alle Artikel sehe und Lagerbestand. Auch das ist wieder ein personalisierter Filter, das würde wieder nur mir, dem einzelnen Nutzer, der sich das baut, der hätte diesen Filter, das wäre jetzt wirklich bei keinem anderen. Das sind immer so diese Sachen, dass ich mich halt immer pro Anwender sehr stark personalisieren kann. Und diese Möglichkeiten, die haben Sie natürlich im ganzen System. Das heißt, vielleicht geht man mal im Kontenplan, da haben wir ja mal ein paar Konten. Das ist der SKR03, der hier in der Demo vorhanden ist. Wenn ich hier zum Beispiel die Erlöse eingebe, ja, dann will ich so alles sehen, wo denn Erlöse eventuell vorkommt. Und Sie sehen, mit der schnellen Suche haben Sie sehr schnelle Erfolge, und können dann dementsprechend auch gleich sofort dann dementsprechend Ihre Sachen finden, die Sie gerade suchen. Das nennt sich Suchen. Ich nenne das immer eher Filtern. Das ist zwar ein Suchen, aber Sie merken ja durch die Erlöse, ich habe meine Datenmenge reduziert und das ist eigentlich gang und gäbe. Man sucht gar nicht so stark, man filtert eigentlich sehr stark seine Ergebnisse sich zusammen, reduziert somit die Daten. Und dann eigentlich zu seinem gewünschten Erfolg zu kommen. Einen Filter gespeichert habe ich mal, dann muss ich das jetzt hier nicht weitermachen. Das haben Sie einmal im Artikel gesehen. Meistens macht es ja dann auch Sinn, sich Filter zu speichern, die mehrstufig sind, dass Sie mit drei, vier Filterarten arbeiten. Zum Beispiel alle, die aus Deutschland kommen bei Kunden und aus einem gewissen Postleitzahlenbereich kommen. Und dann macht es ja vielleicht Sinn, dass ich sowas immer vielleicht sehr schnell sehen möchte. Wenn ich meinen Filter löse, dementsprechend habe ich dann wieder alles im Zugriff. Wenn zum Suchen und Filtern keine Fragen sind, eine Suche vielleicht noch eben vorab. Es gibt noch eine Suche hier oben. Das ist aber keine Suche, wo ich jetzt einen Debitor suche. Das ist wirklich, wo ich das ERP-Menü durchsuche. Ja, wenn ich weiß, dass es Debitoren gibt, das habe ich zwar hier auch im Schnellmenü, dann kann ich sowas suchen. Ja, dass ich auch hier sowas habe und kann dann sogar bis zur Hilfe kommen. Wenn ich hier zum Beispiel mal Kontenplan eingebe, das kann ich auch so gesprungen, dann gibt es hier sofort eine Hilfe auch. Gehe ich vielleicht mal rein. Dann bin ich sofort in der Online-Hilfe und das sehen Sie, Sie haben ein kleines Video, wie Sie denn vielleicht auch selber Konten anlegen oder wie Sie denn mit dem Kontenplan zu arbeiten haben. Das heißt, eigentlich eine Online-Hilfe ist natürlich sofort integriert. Dann vielleicht noch, was ich vielleicht noch einmal zeigen sollte, ist dann, dass Sie einmal in das ganze Menü kommen. Das ist das Menü des Geschäftsführers. Das ist meine Rolle, die ich ja gerade innehabe. Wenn ich hier auf alle Erkunden gebe, da sehen Sie jetzt mal eigentlich das ERP-Menü Herstellung nur ein bisschen. Das heißt, das steht mir auch noch in Essential zu.
Das heißt, ich habe jetzt nicht Premium eingeschaltet. Bei Premium hätte ich das jetzt auf Premium gestellt, das hätte ich sofort ändern können, wäre die Herstellung deutlich mächtiger gewesen. Nur Herstellung ist halt der Bereich Premium, ja, Service und Herstellung war ja Premium. Aber hier sehen Sie dann dementsprechend auch sofort, ja, zum Beispiel, dass ich im Bereich von, wo gehen wir mal hin, im Bereich Verkauf Marketing, ja, dass ich da auch auf Erkunden gehe, was es da alles dann so gibt, da kann ich weiter aufklappen. Also Sie sehen, das ist schon, ja, sehr mächtig, glaube ich, was da geboten wird. Ich gehe mal wieder zurück auf meine Startseite und würde jetzt nämlich dann den Punkt, der ja eigentlich sehr stark Einzug gehalten hat, schon seit sehr vielen Jahren, das ist dieses Individualisieren der Anwendung, das nennen wir Personalisieren, dass Sie halt Ihre Anwendung sich anpassen auf Ihre Bedürfnisse. Also das ist dann pro Nutzer und das wird dann auch in den Benutzerpersonaleinstellungen gespeichert. Und das nennt sich hier wirklich Personalisieren, was ich hier über dieses Einstellungsmenü aufrufen kann. Und wenn ich dann noch Personalisieren komme, kommt hier so ein dementsprechend ja, grauer Balken, wo ich dann merke, ich bin gerade im Personalisierungsmodus. Und Sie sehen hier schon immer rot umrandet, dass ich hier dementsprechend Möglichkeiten habe, dass ich zum Beispiel sage, ja, eine Einkaufsanfrage arbeite ich nicht so mit, ich mache meistens eine Bestellung. Dann kann ich sowas dementsprechend schon verschieben oder ganz ausblenden. Blende das einfach mal aus. Die Einkaufsanfrage ist jetzt noch ausgegraut. Sie wird natürlich gleich dann im Menü, wird sich das dann dynamisch ein bisschen verändern. Ich sehe nur halt sofort, dass da mal was ist, dass ich es halt auch wieder einblenden könnte. Dann kann ich hier ja auch weitere Icons ausblenden, wenn ich zum Beispiel mit zu genehmigen Anforderungen gerade nicht arbeite. Und das tue ich ja heute in den Prozessen auch nicht. Dann kann ich auch sowas dann dementsprechend natürlich auch ausblenden. Und auch diesen blende ich jetzt mal aus, diesen Stapel. Hier sehen Sie dann weitere Punkte, die können Sie halt umlegen. Das heißt, ich könnte auch was austauschen dementsprechend. Hier ist noch was ausgeblendet, die Arbeitszeitnachweise beim Chef, wenn er das vielleicht genehmigen möchte. Und dann kann ich das nochmal umplatzieren. Ich werde jetzt mal hier nichts umziehen. Das ist so wirklich auf meiner Startseite. Aber auch hier oben habe ich Möglichkeiten, dass ich zum Beispiel sage, ja, ich möchte die FIGO-Budgets mit den Buchblättern austauschen, weil ich das vielleicht für mich als wichtiger erachte, dann habe ich hier dementsprechend Möglichkeiten einzugreifen. Oder mit Mitarbeitern arbeite ich gar nicht, das blende ich doch mal aus. Und das ist alleine so erstmal, was so auf der Startseite gemacht werden kann. Viele Möglichkeiten oder hier, jetzt habe ich mich einmal verklickt, da hole ich gerade nicht hin. Wenn ich hier zum Beispiel auf Finanzen klicke, können Sie ja auch das jetzt inzwischen immer diesen Navigationsleiste anheften, heißt es ja hier im Tooltip, dass ich das dann dementsprechend immer sofort sehe, wenn ich hier drauf gehe. Das sind dann so dynamische Sachen, wofür ich mich wieder als Anwender entscheide, möchte ich das so sehen oder möchte ich das doch lieber so, also in der anderen Ansicht sehen. Das ist eine Entscheidung, die wieder jeder Nutzer für sich trifft. Dann gehen wir mal weiter. Das ist wirklich so die Startseite. Gehen wir dann aber mal weiter in so eine Artikelliste. Also wir sehen jetzt hier gerade die, ja, die Produkte. Es gibt aber auch eine Listenansicht. Ich kann die Infoboxen auch wegnehmen, wenn mich das vielleicht hier gerade stört. Das ist so der Infobox-Bereich, dass ich ein bisschen mehr Sicht habe. Und wenn ich jetzt hier im Bereich der Artikel bin, ich lasse das mal in diese Ansicht kurz, dann habe ich halt Möglichkeiten, dementsprechend überpersonalisieren wieder. Kann ich mir dementsprechend wieder hier Felder hinzufügen, die es dann noch gibt. Und das sind einige. Das ist alles, was ich noch weiter zur Verfügung habe. Es gibt sehr viele versteckte Felder, dass ich zum Beispiel sage, ja, ich arbeite mit einer Regalnummer, weil ich vielleicht nicht mit Lagerplätzen arbeite. Mir reicht dann eine Regalnummer und die möchte ich halt schon in der Liste sehen. Dann blende ich mir das hier jetzt ein. Oder ich möchte immer die Lagerabgangsmethode sehen, FIFO, LIFO, Durchschnitt. Was habe ich denn da eingestellt pro Artikel? Dann habe ich das dementsprechend schon in der Liste. Diese rote Zeile oder dieser rote Strich zeigt gerade eine Fixierung. Ich habe die Möglichkeit, Fixierung hinzuzufügen, eine. Das kennt man vielleicht so ein bisschen aus Excel. Dass ich zum Beispiel sage, ja, ich möchte Nummer und Beschreibung irgendwo immer sehen, wenn ich immer weiter nach rechts gehe. Dann würde das dann dementsprechend immer im Bild bleiben und das andere baut sich dann dynamisch dementsprechend aus. Zudem können Sie dann natürlich sagen, ich habe Wichtigkeiten, dass ich vielleicht sage, die Regalnummer ist mir gar nicht so wichtig, die schiebe ich weiter nach hinten. Das ist ja auch dann wieder je nachdem, wer wieder drauf guckt.
dass ich das dann einfach sage, nö, das schiebe ich weiter nach rechts, aber es ist einfach in der Liste mit drin. Das sind dann so Möglichkeiten, die Sie dementsprechend haben. Sie können dementsprechend Breiten verändern. Das können Sie aber auch ohne Personalisierung machen. Das hätten Sie auch schon breiter ziehen und ja, kleiner machen, die Spalten. Das wäre aber auch ohne Personalisierung möglich gewesen, ohne dass ich mich jetzt in diesen Personalisierungsmodus begebe. Das wäre so ein bisschen die Listen. Und das haben Sie natürlich überall beim Debitor, beim Kreditor. Überall, wo es Listen gibt, haben Sie diese Möglichkeiten, versteckte Felder einzublenden oder auch Felder rauszublenden, je nachdem, wie Sie das benötigen. Da wir hier gerade schon die Infoboxen hatten, werde ich mal ganz kurz auf die Infobox eingehen. Dann mache ich noch mal einmal das Personalisieren. Und auch hier merke ich schon sofort, dass es weitere Infoboxen sogar gibt, die noch ausgeblendet sind. Dann könnte ich die zum Beispiel fest anzeigen. Oder aber auch verändern. Das heißt, ich kann sagen, ich kann halt einstellen, dementsprechend, dass ich den Gemeinkostensatz, weil ich damit nicht arbeite, dann könnte ich zum Beispiel zum Artikel noch immer einen festen Zuschlag hinzurechnen zum Wert, dass ich damit gar nicht arbeite, dann möchte ich das einfach ausblenden. Dieses Feld ist eigentlich eine Information, die ich nicht benötige. Indirekte Kosten arbeite ich vielleicht auch nicht mit. Dann blende ich das aus und habe dementsprechend meine Karte ein bisschen optimiert und kann dann vielleicht auch noch sagen, ja, der Einstandspreis ist mir eigentlich das Allerwichtigste am Artikel und nicht die Artikelnummer, die sehe ich ja schon links. Dann kann ich das ja auch vielleicht nach oben ziehen und habe dann dementsprechend auch hier das umgestaltet, wie ich das dann benötige. Dann gehen wir mal in eine Karte rein, weil das jetzt haben wir haben die Startseite gesehen, wir haben ein bisschen die Listen gesehen, wir haben jetzt Infoboxen auch mal gesehen. Das gilt auch wieder für alle Infoboxen, die Sie überall wieder im System finden. Das heißt, Infoboxen gibt es ja auch auf der Karte selber. Das heißt, auch hier kann ich dann dementsprechend was machen. Aber auch auf der Karte kann ich personalisieren. Ich habe Möglichkeiten, Sie sehen sowas wie mehr Anzeigen, weniger Anzeigen. Darauf habe ich dynamisch Einfluss und ich kann umbauen meine Register. Das heißt, ich komme zurzeit nicht dran, dass ich Artikel oder Lagerbestand verändern kann, aber ich habe die Möglichkeit zu sagen, die Regalnummer war mir ja so wichtig, die möchte ich mit im Artikelbereich haben. Und dann ist die dementsprechend hier platziert für mich und auch wieder, wie gesagt, nur für den Nutzer, der das für sich macht. Dieser Nutzer hat dann die Regalnummer halt schon beim Artikel stehen. Und dann machen wir vielleicht mal noch, ja, vielleicht ist dem anderen das dann wieder auch nicht so wichtig. Der macht dann vielleicht eher unter bei Reduzierung Anzeigen. Ja, unter mehr Anzeigen hätte ich es jetzt machen müssen. Entschuldigung, das wollte ich gerade machen. Dass ich hier auf mehr Anzeigen gehe. Bei mehr Anzeigen ist dann die Regalnummer da. Und bei weniger Anzeigen ist die Regalnummer dann nicht da. Das ist dann auch sowas, worauf ich dann wieder Einfluss nehmen kann, um dann ja wieder meine Register so einzustellen, dass ich sie dementsprechend lesen kann. Und ich habe natürlich einen Einfluss, was ich sehe, wenn sie vielleicht geschlossen ist. Auch das kann ich dementsprechend einstellen. Das wäre so zur Personalisierung, auch wenn da wieder keine weiteren Fragen sind, würde ich nämlich jetzt so langsam ein bisschen in Prozesse einsteigen. Ich weiß nicht, ob da gerade welche Fragen sind. Nee, zu den Anpassungen nicht. Alles klar, okay, danke, Annika. Gut, ich wechsle jetzt einmal den Mandanten. Das muss ich ja, ich will ja jetzt einen leeren Mandanten haben. Und das soll Ihnen auch schon vielleicht auch das nächste zeigen. Sie haben N-Mandanten, das heißt, Sie erwerben auch mit Ihrer Lizenz schon mehrere Mandanten. Ich weiß nicht, ob das für den einen oder anderen wichtig ist, dass er nicht nur einen Mandanten im System hat. Also Sie können dort N Mandanten anlegen. Wenn Sie vielleicht auch zwei kleine Firmen haben, dann wäre das problemlos möglich. Ich gehe jetzt mal in diese Live-Migration. Sie sehen schon, bei den Artikeln ist nichts drin, weil da war ich zuletzt, da ist er dann wieder gestartet. Was ich hier schon drin habe, ich habe hier ein kleines Einrichtung, ich habe hier einen TSU-Einrichtungsparkkredit drin. Wir haben selber individuelle Einrichtungsparkarte entwickelt. Das ist jetzt hier ein ganz kleiner Kontenplan SKR04.
Wir hatten ja eben SKN 03 gesehen. In diesem, ich setze jetzt mal auf SKN 04, soll gar nicht so wichtig sein, weil mit dem Kontoplan setzen wir uns jetzt hier auch gar nicht auseinander. Aber ich habe zurzeit keine Debitoren. Ich habe zurzeit keine Kreditoren. Es ist leer. Und Sie kriegen hier oben immer so einen Punkt Datenmigration öffnen. Und da habe ich das vorbereitet. Ich habe hier eine Excel-Liste. Wenn ich diesen Punkt da starte, dann bekomme ich vom System eine ganz kleine Excel-Liste. Das nennt sich Konfigurationsmodus sozusagen oder Konfigurationsvorlage. Das ist der Begriff eigentlich in unserem Jargon. Das nennen wir so. Da könnte ich jetzt Sachkonten anlegen drüber. Das heißt, wenn Sie einen eigenen Kontenplan mitbringen, dann würden wir natürlich auch den nehmen. Sie müssen ja nicht einen vorgefertigten nehmen. Vielleicht haben Sie einen eigenen, der schon auf Sie angepasst ist und individuelle Konten beinhaltet. Dann nimmt man eigentlich vielleicht auch eher den eigenen. Das ist aber bei mir alles halt jetzt nicht nötig. Ich habe hier einfach mal 3 Debitoren. Ich habe hier einfach mal 7 Kreditoren. Und ich habe jetzt hier mal 15 Artikel. Dann gehe ich mal in diesen Prozess rein. Datenmigration öffnen. Das mache ich einfach mal. Und dann bekomme ich, ja, das wird ganz oft in diesem System sein, Setups. Das heißt, diese Setups sind immer mehr, haben immer mehr Einzug gehalten ins System, damit auch Sie ja vielleicht auch sehr viel selbstständig machen können. Klicke hier mal auf Weiter, Weiter. Vorlage herunterladen muss ich an der Stelle nicht. Geben muss aber eben in den Einstellungen was machen. Ich habe hier, ja, wie gesagt, ist ein Konfigurationspaket drin. Somit habe ich natürlich auch ein paar Vorlagen. Ich habe hier nur Debitoren aus dem Inland gerade. Und ich habe hier Artikel, die eigentlich den vollen Steuersatz beinhalten. Damit fülle ich schon weitere Stammdaten im System aus wie Mahnmethodencodes oder Einkaufsstück und so weiter. Also diese Einkaufseinheitencode nennt sich das, dass ich das mit Stück vorbelege. Jetzt darf ich dann die Excel-Schablone auswählen. Das war die hier. Und jetzt lädt er die dementsprechende System und gibt mir jetzt gleich als Dialog zurück, wie viele er erstmal erkennt. 3 Debitoren, 7 Kreditoren, 15 Artikel, das ist, was ich Ihnen auch gesagt hatte, das würde ich sagen, das passt. Und das migriere ich jetzt direkt ins System rein. Er verarbeitet das jetzt sofort und meine Artikel hatten auch einen Lagerbestand, das hatte ich Ihnen jetzt gerade gar nicht gesagt, die verbucht er jetzt auch sofort. Das heißt, ich habe in meiner Ersteinrichtung jetzt auch Lagerbestände mitgegeben. Die verbucht er jetzt gerade und hat jetzt fehlerfrei eingelesen, 25 Datensätze eingefügt und dementsprechend habe ich hier meine 7 Kreditoren und dementsprechend meine 3 Debitoren und auch meine 15 Artikel. Und kann jetzt sofort eigentlich schon mit meinen ersten Prozessen starten. Am Debitor gibt es natürlich über 100 Felder, das muss man vielleicht dazu sagen. Da fliegt man jetzt vielleicht noch ein paar weitere Felder, aber für eine Schnellmigration, um jetzt schon zu starten, ist das eine sehr schöne Sache. Auf jeden Fall bin ich jetzt schon buchungsfähig, weil ich ja eine komplett eingerichtete Buchungslogik in meinem Mandanten schon habe. Was ich Ihnen vielleicht noch mal ganz schnell zeigen möchte, das könnte für den einen oder anderen interessant sein, wir haben eben im Kronos gesehen, dass wir eben Artikelbilder hatten. Und es kann ja sein, dass Sie Artikelbilder auch haben möchten, gerade wenn ich vielleicht ja eine integrierte Extension, ich kenne eine Extension halt aus dem App Store, die bedient sich halt dementsprechend an diesen Artikelbildern. Und es könnte ja für Sie interessant sein, das dementsprechend schnell reinzuladen. Auch da gibt es inzwischen Möglichkeiten im System, dass ich hier meine Artikelbilder importieren kann über die Lagereinrichtung. Ich muss eine ZIP-Datei auswählen. Die Artikel sollten die Nummer des Artikels haben. Dann kann ich die dem, ja, vielleicht auch ersetzen. Ersetzen muss ich jetzt nicht, ich habe ja keine drin, aber wenn ich die jetzt vielleicht mal updaten möchte. Und dann habe ich dementsprechend auch schon Bilder im System. Ja, die habe ich dann dementsprechend in der Übersicht oder auch dann dementsprechend in meiner Karte. Und so habe ich schon auch sofort Bilder in mein System gebracht.
Genau, das wäre, was ich kurz zur Migration zeigen wollen, wo, also wie Sie dann halt merken. Also in dieser Migration zeige ich jetzt nicht, wie es um Sachposten geht. Also das würde ich dann mit jedem individuell gerne besprechen wollen, wenn das für einen interessant ist. Wie läuft das dann, dass ich Sachpostenvorträge, Debitorpostenvorträge, wie wir das handhaben. Auch da haben wir Technologien entwickelt für die SaaS-Lösung über Konfigurationspakete. Das haben wir auch natürlich Seitenvorträge etc. pp. Gerade wenn Sie natürlich schon ein laufender Betrieb sind, natürlich dann auch trotzdem buchhalterische Daten auch übernehmen. In dieser Datenmigration ging es jetzt wirklich mal einmal um die Stammdaten, wie ich eventuell Artikel, Debitoren, Kreditoren schnell anlege. Wenn dazu keine Fragen sind, würde ich jetzt auf ja, die ersten integrierten Produkte mal eingehen. Sind keine Fragen, kannst weitermachen. Ich wechsle mal erstmal schon mal wieder erstmal in meinen Webcast rein, weil die Migration ist ja damit erstmal abgeschlossen. Und würde jetzt dementsprechend mal mit Outlook arbeiten möchten. Gehe mal in mein, ich bin übrigens der Simon Decker, da habe ich vielleicht noch gar nicht zugesagt, das ist der Demo-User, mit dem ich hier arbeite. Also da schreibe ich ihm jetzt gerade eine Mail, dem Herrn Decker. Und ich hätte gerne, ich bin ein Neukunde, und ich hätte gerne ein Angebot für drei Artikel. Ich hätte gerne den Athen-Schreibtisch einmal, die Amsterdam-Lampe und den Berlin-Gästestuhl, und das Angebot soll er mir doch bitte per E-Mail zusenden. Dann kann ich hier dementsprechend auf diese drei Punkte gehen und kann sofort aus Outlook den Business Central Client aus Outlook öffnen. Er merkt sofort, dass er diese E-Mail, das heißt, er prüft meine E-Mail, die er bekommen hat. Er merkt, dass ich nicht vorhanden bin in dem System, in keinem dieser Mandanten. Er hat alle Mandanten durchsucht. Das heißt, hätte er mich jetzt irgendwo gefunden, hätte er mir auch einen Mandanten vorgeschlagen, wo er mich vielleicht hätte. Wenn ich jetzt mit mehreren, wenn ich jetzt an zwei Mandanten denke, was ich ja gesagt habe, was sie können, da muss ich eventuell mal einen Mandanten switchen. Aber eigentlich sucht er immer mit dem, wo ich zuletzt tätig war. Den schlägt er als erstes vor. Den gibt es aber nicht. Das ist auch richtig so, dass es den nicht gibt. Und dann will ich erstmal, hätte ich jetzt, also ich werde jetzt mal den Prozess, als wäre ich jetzt ein B2B. Man kann natürlich einen Privatkunden auch als Kunden machen. Also ich weiß jetzt nicht, ja, was die für ein Business immer machen, aber ich mache jetzt den Thomas Hamel als Kontakt hinzufügen. Da ich aber ja hier sehe, dass er aus einer Firma kommt, würde ich einen Prozess vorab durchführen. Er möchte ja ein Angebot haben. Ein Angebot macht Sinn, dass er buchhalterisch ja sauber das Angebot mit 19% Steuer und so bekommt. Also würde ich trotzdem schnell das Unternehmen anlegen. TSU Data finde ich jetzt hier nicht, könnte man auch hier oben noch suchen. Aber Sie sehen ja, so viele Kontakte habe ich nicht. Und dann würde ich dementsprechend ihm eine Nummer geben. Und zwar gibt das System. Und ich würde ihn dementsprechend eben schnell anlegen, diesen Kontakt. Was haben wir da? Tak, tak, tak. Adresse ist, ja, kann man natürlich auch kopieren. Also muss man es nicht schreiben. Und was ist das dann? 49076 Osnabrück. Telefonnummer etc. lasse ich jetzt mal eben weg. Ich mache aber Folgendes sofort. Ich mache sofort daraus ein Debitor. Da habe ich mir eine Vorlage Inland angelegt. Ja, damit soll das laufen. Osnabrück würde ich jetzt mal im Inland sehen. Und habe dementsprechend den TSO Data Debitor angelegt. Ich falle wieder eine Sicht zurück und bin dementsprechend dann wieder bei Thomas Hamann, T. Hamann, dementsprechend TSU Data zugewiesen. Das akzeptiere ich so, dass er zu diesem Unternehmen gehört. Habe ihn dann noch als Kontakt angelegt. Fragen? Ja, ob das auch in der lokalen Outlook-Version so funktionieren würde. Oder ob man Ja, länger oder den sowas. Outlook-Client gibt es seit nach 2016. Man hat aber sehr oft Restriktionen. Das Zusammenspiel in der Cloud, also wie gesagt, man muss eventuell technisch einiges einstellen. Also es scheitert in der On-Prem-Welt oft am Technischen. Und in der Cloud läuft das halt alles sehr, ja, sehr gut durch. Das sieht man ja jetzt hier auch. Das gibt es 2016. Sonst weitere Fragen oder ist das damit beantwortet? Nee, das war die Frage, genau. Ich drücke jetzt hier auf Plus. Wie gesagt, ich habe jetzt den Thomas Hamann angelegt, ich habe TSU Data angelegt. Ich drücke jetzt hier auf Plus und ja, er möchte ein Verkaufsangebot haben. Und dementsprechend hat er jetzt auch schon durchsucht, dass er hier drei Artikel findet. Er findet hier den Athen-Schreibtisch, die Amsterdam-Lampe. Ich prüfe mal schnell noch eben die Mengen. 1, 2, 4, auch das passt. Ich
bestätige ihm das und bestätige das auch, war das okay. Und habe jetzt dementsprechend, jetzt bin ich im Auftrag, wenn das jetzt alles vielleicht ein bisschen zu klein ist, der öffnet das vielleicht in einer weiteren Ansicht. Und hier habe ich jetzt wirklich das Angebot, wo ich jetzt vielleicht noch ein bisschen pflegen kann, weil ich jetzt vielleicht noch das gültig Bis-Datum pflegen möchte. Vielleicht möchte ich noch eine externe Belegnummer oder eine Referenz angeben, E-Mail, FOM oder sowas. Ne? Das sind dann so Sachen, die Sie dann dementsprechend noch pflegen können, können noch eine Arbeitsbeschreibung mitgeben, wenn Sie das möchten. Und dementsprechend kann ich das dann wieder schließen. Und dann kann ich dementsprechend das auch per E-Mail direkt versenden. Und bin dann dementsprechend hier, habe ich sofort einen Anhang mit das Angebot und dementsprechend einen kleinen Text, der schon standardisiert kommt. Das sind so Word-Vorlagen. Das ist jetzt eine Standard-Word-Vorlage. Am Ende zeige ich Ihnen vielleicht nochmal noch von uns gecustomized, erstellte Vorlagen. Genau. Das heißt, das liegt dann dementsprechend sofort mit drin. Und der Unterschied ist, Sie haben im Business Central eine SMTP-Schnittstelle. Die SMTP-Schnittstelle ist immer der Absender. Wenn ich das aber aus meinem Outlook schicke, bin ich jetzt der Absender. Das heißt, ich umgehe jetzt die SMTP-Schnittstelle, indem jetzt ich zum Absender werde. Das kann ja auch manchmal sehr interessant sein, damit dann auch wirklich der Verkäufer der Absender an der Stelle ist. Und das würde damit dann natürlich auch gelöst, indem ich das vielleicht komplett aus Outlook. Und jetzt habe ich dementsprechend ihm das Angebot gesendet. Und der Thomas Hamann hat dementsprechend jetzt auch das Angebot bekommen. Und das wollte ich einfach zum Prozess des Outlooks einmal zeigen, dass Sie das einmal gesehen haben, dass es halt einen voll integrierten Outlook-Client gibt, mit dem ich schon kleine Vertriebsprozesse eigentlich sehr gut abarbeiten kann, ohne eigentlich mich in meinem Business Central zu bewegen. Also die beiden Kacheln oder die beiden Register hätten ja jetzt nicht auf sein müssen. Das schließe ich mal auf, brauchen wir auch nicht mehr. Und wenn ich jetzt die Startseite nochmal neu lade, sollte dementsprechend jetzt hier auch, hatte ich ein Angebot gemacht, glaube ich, ne? Ja, genau, war ja bitte Angebot. Und hier ist es dann auch dementsprechend wirklich in meinem ERP-System entsprechend auch angekommen, dieses Angebot. Aber ich war ja auch eben live in meinem System sozusagen, nur aus Outlook heraus. Einen zweiten Prozess, den ich Ihnen mit einem weiteren Produkt zeigen möchte, das wäre Artikel. Mit Artikeln. Und zwar gehen wir wieder in diese List-Page. Es gibt in Excel bearbeiten. Das gibt es hier in Seite. Jetzt, wenn das ja hier, wenn ich sowas weiß, das will ich Ihnen vielleicht mal zeigen. Sowas können Sie auch suchen. Vielleicht ist das jetzt mal ganz gut angebracht, weil das ja so ein bisschen das hier in Excel bearbeiten. Dann kann ich dementsprechend auch alles, was ich oben im Menüband habe, dementsprechend hier finden. Und kann dann hier auch auf in Excel bearbeiten klicken und führt es dann genauso auf. Jetzt lädt er mir die Artikelkarte runter. Es wird sofort ein Excel-Add-in von Office dementsprechend geladen. Und er holt mir jetzt aus dieser Datenbank, von wo ich das geschickt habe, die Artikel raus. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, neue Artikel anzulegen. Das möchte ich jetzt gar nicht machen, weil da müsste ich noch mit Vorlagen gleich arbeiten und so weiter. Ich möchte einfach nur mal was verändern, damit Sie das einfach mal sehen, dass Sie hiermit auch dementsprechend Stammdaten verändern könnten. Und das lasse ich jetzt auch schon mal an dieser Stelle. Dann sollte man nicht aktualisieren drücken, weil dann würde ich wieder die Daten aus der Datenbank laden. Und dann sollte man es veröffentlichen. Das ist es auch schon gewesen. Ich habe zwei Datensätze verändert. Gehe wieder zurück ins System. Ich drücke mal eben F5. F5 ist aktualisieren. Und Sie sehen, 1, 2, 3, 9, 8, 8, 7 ist an den Stammdaten dran. Sodass der vielleicht auch immer gerne lieber in Excel seine Artikel oder seine Debitoren ein bisschen pflegt, auch Möglichkeiten hat, das auch wieder auf ein Produkt auszulegen, was es wieder aus dieser Microsoft-Welt gibt und so dann schnell das zu verändern. Wenn es dazu keine Fragen gibt, würde ich schon zum nächsten Punkt kommen. Und der dann, Nick? Ja? Keine Fragen. Keine Fragen, okay, alles klar. Kosten buchen über Bestellung, Einkaufsrechnung oder Buchblatt? Wie gesagt, Buchblatt, vielleicht lassen wir es mal heute, das Buchblatt lassen wir vielleicht mal weg. Das sehen wir gleich noch beim Zahlung, also ein bisschen Buchblatt sehen wir schon noch. Aber Erlöse oder Kosten buchen über Bestellung.
Wir haben ja jetzt hier im Geschäftsführer, wir haben hier laufenden Verkauf, wir haben laufende Einkäufe. Gehen wir mal im Bereich der Einkäufe rein. Das heißt, ich habe hier Einkaufsbestellungen, die schon angelegt sind. Ich kann auch gleich mal eine neue anlegen. Gehen wir in eine rein. Diese First Up Consultants hat einen Gästestuhl gekauft, diesen Betrag. Und das kann ich dann dementsprechend durchbuchen. Das heißt, hier sind jetzt die ganzen Logistikprozesse und so gar nicht angeschaltet. Also eigentlich macht man hier in dieser kleinen Demo alles aus dem Auftrag heraus oder aus der Bestellung heraus. Es gibt natürlich Warenausgangs-, Wareneingangsbelege, das ist hier jetzt alles gar nicht aktiviert. Ich liefere und fakturiere oder ich liefere nur wirklich aus der Bestellung heraus. In diesem Fall liefere und fakturiere ich mal komplett. Ich möchte mal eben die gebuchte Rechnung öffnen. Ich möchte dann navigieren. Das ist so, da möchte ich mal zeigen, was so passiert ist. Und habe dann dementsprechend eine gebuchte Einkaufsrechnung, habe 5 Sachposten ausgelöst. Das heißt, ich habe sofort meine buchhalterische Buchung abgesetzt. Es ist ja auch dann wichtig, dass ich hier sofort Wareneingang habe. Dementsprechend, ich habe auch Wareneingang gebucht. Ich habe gegen Verbindlichkeiten gebucht. Ich habe eine Vorsteuer gebucht und ich habe meine Lagerbewegung auch sofort gebucht. Das heißt, ich habe auch sofort meinen Lagerbestand auch angepasst und auch meine Bestandsveränderung dementsprechend gebucht. Das heißt, ich habe auch meinen Mehrwertsteuerposten. Also daran sehen Sie, dass Sie wirklich hier auch ein System bekommen, was Buchhaltung und Warenwirtschaft natürlich zusammenfasst. Ne? Also das heißt, es ist Warenwirtschaft und Buchhaltung in einem. Und das ist ja dann auch vielleicht manchmal interessant. Es ist nicht ein reines Buchhaltungssystem, sondern ein reines Warenwirtschaftssystem. Ich kann aber auch hingehen, dementsprechend, ich lege mal eine neue Rechnung vielleicht einfach mal an. Das war jetzt mal aus einer Bestellung. Ich mache mal einfach eine neue Einkaufsrechnung. Nehmen wir auch den Kreditor 20.000 wieder. Die Kreditorrechnungsnummer sollte man angeben. Und Sie können dann auch dementsprechend nicht nur mit Artikeln arbeiten, Sie können natürlich auch mit Sachkonten arbeiten. Das heißt, ich könnte auch sofort Kosten anbuchen, kann dem eine Beschreibung verändern als Buchungstext, damit ich das dann auch in meinen Sachposten habe, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr sehe, was habe ich denn da gebucht und habe dann dementsprechend Netto oder Brutto, das dürfen Sie selber entscheiden, zurzeit ist es auf Netto gestellt, gibt dann dementsprechend 50 Euro an. Das Konto ist jetzt auf 7% geschlüsselt, darum 3,50 Euro Mehrwertsteuer und kann das dementsprechend dann auch sofort verbuchen im System. Die gebuchte Rechnung möchte ich jetzt mal nicht sehen. Das sind einfach Möglichkeiten, wie Sie halt schnell buchen. Und das Buchblatt wäre noch so diese dritte Möglichkeit, dass man halt über Buchblätter dementsprechend sehr schnell Rechnung erzeugt. Das ist aber auch mal Geschmackssache. Der eine macht es gerne mit Einkaufsrechnung, immer mit Belegen. Das ist so auch so eine Philosophie. Das muss man sich so ein bisschen entscheiden. Es gibt halt viele Möglichkeiten, dementsprechend das zu erzeugen. Erlösseitig ist es dann eigentlich genauso. Das heißt, wir haben ja hier Angebote. Angebote kann ich natürlich übertragen in Aufträge oder sofort eine Rechnung machen. Wir hatten ja hier eben die TSU Data GmbH. Den Auftrag, den wollen wir mal weiterschieben. Daraus möchte ich mal einen Auftrag machen. Oder eine Rechnung erstellen wäre auch möglich gewesen. Ich habe das jetzt in einen Auftrag umgewandelt. Ich öffne den direkt. Oh, jetzt habe ich keinen Lagerbestand. Ich darf aber ins Neger. Jetzt habe ich einen Artikel mitbestellt, der leider keinen Lagerbestand hat. Stört mich an der Stelle mal eben gerade nicht, weil ich ins Negative fakturieren darf. Ist nicht gerade abgestellt. Das darf man auch wieder entscheiden. Möchte ich das? Darf ich das nicht? An der Stelle darf ich das gerade mal eben. Und kann das auch dementsprechend dann sofort durchbuchen. Vielleicht könnte es das auch wieder natürlich per E-Mail senden. Jetzt wäre nur der Unterschied, jetzt wird da wirklich das von der SMTP-Schnittstelle, wäre auch wieder der Simon Decker, auch das wäre natürlich möglich. Ich kann auch aus diesem Prozess heraus senden. Das ist ja auch mal ganz interessant. Und sich dementsprechend auch hier raus sofort eine E-Mail dementsprechend dem Herrn Hamann zukommen lasse. Eine kurze Frage, Thomas. Die Frage auch, ob du gleich noch zu den CRM-Funktionalitäten wie Kundenhistorie, Berichte etc. kommst. Ja, können wir noch. Ja, ja. Alles klar. In den Fragen. Also Berichte kommt ja eh, also diese Auswertung. Ne? Also es ist ja eh, was dann genau auf CRM bezogen ist, müssen wir sonst gleich mal nochmal die Fragen uns genau so zu Gemüte ziehen. Genau. Danke dir.
So, dann dasselbe wäre natürlich auch möglich im Bereich der Verkaufsrechnung, nicht mit Artikeln zu arbeiten. Das heißt, wer eher weniger mit Artikeln arbeitet, aber trotzdem irgendwo auf ein ERP-System setzen möchte, kann natürlich auch dementsprechend mit Erlöskonten arbeiten. Das heißt, ich könnte natürlich auch sagen, ich arbeite gar nicht so mit, ich arbeite eher mit einem Erlöskonto und mache da meine Beschreibung rein. Wäre auch natürlich eine Möglichkeit und dementsprechend arbeite ich dann eher mit dementsprechend Konten, Sachkonten und nicht mit Artikeln. Und das ist dann auch wieder eine Philosophie, wie ich denn da arbeiten möchte. Auch das kann ich dann dementsprechend verbuchen. Diese Pop-ups, die ich gerade kriege, immer gebuchte Rechnung, sowas ist alles personalisierbar über meine Benachrichtigung. Sowas kann man auch ausschalten, dass solche Pop-ups gar nicht immer kommen. Da haben Sie eine ganz, ganz viele Einstellungen inzwischen, dass ich hier kann ich sowas verändern, dass ich, wie gesagt, manches gar nicht so haben möchte. Ich habe ganz viel noch an, wie Sie sehen. Diese Arbeitsdatumserinnerung habe ich eben deaktiviert über einen Dialog, aber sonst ist zurzeit noch alles aktiviert. Auch hier habe ich Möglichkeiten einzugreifen, dass diese gebuchte Rechnung nicht immer wieder kommt, ob ich die denn sehen möchte. Sowas kann ich abschalten, wenn ich das gar nicht haben möchte. Genau, das wäre mal, wie gesagt, wir kommen gleich schon zur Auswertung. Ich würde jetzt mal ganz kurz eben so ein bisschen Zahlung buchen. Das war jetzt so ein bisschen mal eben, dass Sie Bestellungen, dass Sie Einkaufsanfragen haben. Also diese betriebswirtschaftliche ist ganz klassisch. Gibt es eine Frage? Ja, genau, da kam jetzt noch die Frage rein, ob es möglich ist, ein firmeneigenes Belegdesign selber einzurichten für Angebote, Aufträge und so weiter. Das zeige ich Was gleich vielleicht? mal. Das zeige ich gleich Okay. eben noch. Sehr gut, Zeige danke. ich gleich sofort. Ich hatte es eben einmal gesagt, dass ich das Standardbeleg von Microsoft nehme und ich zeige gleich mal eben beim Angebot eben mal ein paar, die ich gemacht habe. Das ist Word. Das nennt sich Word Layouting. Das wird über Word Layouts gesteuert. Die können Sie selber bauen. Genau, und zusätzliche Frage an der Stelle noch, ob man selber Felder einrichten kann. Komplett individuell zurzeit nicht. Wir sind halt also selber nicht. Dann kommen wir wieder an Extensions oder Extensions, die wir bauen. Also ich kann nicht selber ein ganz neues Feld selber schaffen. Entweder, also was Sie wissen müssen, ich kann das aber selber. Es gibt keine Entwicklerlizenz für SaaS. Das heißt, wer, ich weiß jetzt nicht, die Programmiersprache ist ja AL, was ich da alles für haben muss für Produkte von Microsoft, weiß ich nicht. Wenn ich einen fähigen Entwickler habe, könnte er das auch selber die Extension bauen, weil es gibt nicht mehr die Beschränkung im SaaS, dass sie eine Entwicklerlizenz brauchen. Aber da sollte man schon wissen, was man tut. Es ist nicht mal eben innerhalb von einer Sekunde ein neues Feld angelegt. So leicht ist das dann leider nicht. Weitere Fragen dazu? Sonst, wie gesagt, am Ende gehen wir ja auch nochmal durch die Fragen. Dann mache ich jetzt mal weiter, weil jetzt kommt ja schon der vorletzte Punkt oder der zweitvorletzte Punkt, weil wir wollen ja eben noch die Layouts gleich zeigen. Zahlung buchen. Das möchte ich mal eben ganz kurz präsentieren. Ist eigentlich auch ziemlich schnell gemacht. Sie sehen ja, dass ich hier das hat sich jetzt ein bisschen umdesignt, weil ich ja eben was ausgeblendet habe. Die nicht verarbeiteten Zahlungen sind ja jetzt hier. Das ist schon so ein kleines Buchblatt. Das ist schon auch abgestimmt. Darum buche ich das mal direkt durch, weil ich Ihnen das gleich nochmal anders zeigen möchte. Ich gehe da nochmal rein und zwar geht es mir jetzt um den Prozess. Wenn Sie CAMP-Dateien von Ihrem Bankprogramm runterladen können, dann können Sie auch CAMP-Dateien im Standard importieren. Und dementsprechend, wenn Sie schon dementsprechend das System eingerichtet haben, Kontierungsregeln oder so weiter, dann dementsprechend auch einziehen. Das heißt, ich habe jetzt hier zwei Debitorzahlungen und eine Telefonrechnung und er hat alles schon kontiert, weil einmal hat er mit den Belegnummern die Debitoren gefunden. Das ist, was in der Datei steht. Das ist, was jetzt rauskommt, wenn ich das buche. Das heißt, das ist alles abgestimmt. Ich habe einen Ausgleich und die Telefonrechnung wird sofort auf ein Sachkonto Telefon gebucht. Das macht er deswegen, weil ich dementsprechend hier eine Kontierungsregel habe. Telefonrechnung, darum muss ich die jetzt hier nicht extra anlegen. Okay, jetzt hat das auch übernommen schon, aber die kann ich eigentlich auch wieder löschen. Jetzt wird er die ein zweites Mal anlegen. Aber so passiert das Ganze, warum er das schon getroffen hat, weil ich hier dementsprechend Regeln hinterlegt habe. Und hier ist natürlich eine andere Logik. Hier sind es natürlich die Belegnummern. Das kann ich dann dementsprechend verbuchen.
und habe dann auch sofort, ja, wie gesagt, die Möglichkeit, wenn Sie CAMP-Dateien dementsprechend bekommen, auch sowas, kann mich ja auch schon unterstützen, dass ich ziemlich schnell meine Banksalden dementsprechend buche und auch, ja, hoffe, viele automatische Ausgleiche im System zu haben, je nachdem, wie die Verwendungszwecke Ihrer Kunden so sind. Auch hier wieder der zweite, das steht im Saldo, das ist dementsprechend, was er jetzt schon hat, wenn ich das alles buche, und auch das verbuche ich. Also das ist schon mal eine Möglichkeit, ja, wie Sie mit eingehenden Zahlungen umgehen können. Wenn wir um ausgehende Zahlungen reden, dann haben wir ja hier zurzeit 14 ausstehende Rechnungen. Diese 14 ausstehenden Rechnungen möchte ich jetzt mal alle verbuchen, weil wir die alle mit dem Bankprogramm schon bezahlt haben. Und dann kann ich einfach Zahlung erstellen drücken. Ich gehe ins selbe Buchblatt. Jetzt scheint das Arbeitsdatum gerade. Weil ich habe ja leider eine Rechnung frisch erzeugt. Genau. Ich habe eine Rechnung frisch erzeugt. Jetzt musste ich die mal wieder raus. Die nehme ich mal raus. Das ist jetzt meine frische. Die passt gerade. Er hat gesagt, das passt gerade vom Arbeitsdatum 6.4. nicht. Kann ich am 6.4. eine bezahlen, die du am 9.4. gebucht hast. Also nehme ich die mal ganz kurz raus aus dem Prozess. Jetzt hat er hier, das lag noch am Filter, die Meldung. Und dann hat er noch eine, die, ja, ich gehe noch mal eben ganz kurz raus. Oder ich verändere mein Arbeitsdatum. Ich mache mal Folgendes eben. Ich umgehe das mal gerade ganz kurz. Das war jetzt in die Rechnung. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf heute. Bin ich in der Zukunft. Habe ich nicht alle markiert. Jetzt hat er die dementsprechenden Buchblatt abgestellt. Ich habe die halt schon bezahlt dementsprechend und kann das dann dementsprechend auch verbuchen. Dann möchte ich Ihnen noch eine Sache zeigen. Jetzt haben wir so ein bisschen Buchblätter gesehen oder wie ich sowas machen kann. Kann ja auch sein, dass man eher sagt, das macht doch eher mein Steuerberater oder so. Ich möchte Ihnen noch eine ganz kleine Sache zeigen, wie man eventuell Debitorzahlungen registrieren kann. Oder Kundenzahlungen registrieren heißt es jetzt. Und das ist dann dementsprechend, das sind jetzt offene Posten, die ich gerade finde. Und jetzt gehe ich zum Beispiel meinen Kontoauszug durch und sage, ja, der ist bezahlt und der ist bezahlt. Dann habe ich dementsprechend die Möglichkeit, das Empfangsdatum zu verändern, weil ich vielleicht nur meine OPs auf Stand haben will, um die Mahnung auch selber durchzuführen. Und auch das kann ich dann dementsprechend verbuchen. Das ist wirklich mal so eine ganz schnelle Art, wie ich ganz schnell Rechnungen wegbuche. Wer vielleicht so mit Buchhaltung gar nicht so viel machen möchte, sondern sagt, ich muss nur meine Debitorposten einigermaßen auf Stand haben, damit ich das Mahnwesen von mir selber betreiben kann, dann ist das vielleicht auch nochmal eine ganz, ganz schnelle Art, ohne ja mit großen buchhalterischen Kenntnissen da jetzt dran zu gehen, das sehr schnell zu verbuchen. Bevor ich dann jetzt diese integrierte, die Auswertung mache, machen wir vielleicht mal eben das Belegdesign. Es kam ja die Frage auf nach Individualisierung. Ich muss mir mal eben eine Angebotsnummer merken. Das wäre die 1001. Okay. Ich gehe mal, das nennt sich Auswahl des Berichtslayouts. Da kann ich dementsprechend weitere Belege hinterlegen. Und wir machen das mal im Bereich der Angebote. Ich weiß jetzt natürlich die Nummer, das ist die 1304, ist der Bericht. Es gibt den 1304-Bericht und zurzeit nimmt er das Vertriebsangebot blau einfach. Das ist ein Standard von Microsoft mitgeliefertes Design, in dem Sie aber auch customizen dürfen. Gehe dann mal in diese benutzerdefinierten Layouts. Wir hatten ja eben gerade das Angebot blau einfach. Ich druck's nochmal. Es ist noch Angebot 1001, ich gehe in die Vorschau. Und das ist so ja ein Standarddesign, was so erstmal mitgegeben wird, aber was ich, wie gesagt, customizen kann oder wo ich mir die Ideen auch rausnehmen kann. Also hier sind ja auch Ideen drin, dementsprechend, die ich dann dementsprechend auch verwenden kann. Wir haben aber hier dementsprechend natürlich auch schon an denen gearbeitet, für andere Kunden mit unterstützt oder haben uns auch selber Demos erstellt. Und dann kann das aber auch zum Beispiel so aussehen, dass es eher in sowas geht, dass ich ein bisschen mit Farbe arbeite oder vielleicht hier ein schlichteres nehme. Das läuft mit einer XML-Logik. Ich muss das natürlich extrahieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu technisch wird. Also die Logik läuft so,
ich muss mir hier ein Layout, da die Frage kam, müssen wir es jetzt auch einfach mal zeigen, ich muss mir das Layout exportieren, öffne das dementsprechend, jetzt hat sich es auf einem anderen Bildschirm geöffnet, ziehe das hier dementsprechend mal eben jetzt in den Präsentationsbildschirm und gehe dann in die Entwicklertools, die muss ich mir notfalls noch einblenden, ne? Also das Entwicklertools sind nicht unbedingt da, gehe dann in den XML-Zuordnungsbereich, habe dann dementsprechend die 1304 und habe dann dementsprechend das Dataset hier voll zur Verfügung. Wirklich alles, also ich kann nicht rechnen in Word, das ist alles vorgegeben, Sie müssen sich dann dementsprechend bedienen und da helfen die Microsoft-Berichte schon sehr gut, weil die Ideen da sehr gut drin sind und an denen muss ich mich so ein bisschen orientieren und dann habe ich eigentlich ziemlich schnell Erfolge auch mit eigenen Belegen und der Vorteil hier dran ist, wenn ich sie so designe in dieser XML-Logik, dass Deutsch und Englisch sofort natürlich abgefrühstückt ist. Das heißt auch, das ist ja vielleicht mal eine Frage, ich bin international tätig, das ist wäre natürlich, dass ich dann auch meinen englischen Beleg sofort fertig habe. Auch da würden wir sie natürlich unterstützen, dann braucht man mal eine kleine Einweisung, damit man dann auch Erfolge hat, aber wenn man da so ein bisschen was weiß, dann kriegt man sehr schnell eine CI über seine wichtigsten Belege hin, wie Angebot, Rechnung, Mahnung, Bestellung, Lieferschein etc. pp. Wenn das die Frage beantwortet, die da eben kam zum Belegdesign, dann würde ich es nämlich an der Stelle dann auch schon beenden. Zum Belegdesign. Also das ist die Frage. Das letzte war diese integrierte Finanzbuchhaltung. Wir haben es jetzt auch 20 nach 11, weil wir wollen ja noch auf Ihre Fragen eingehen. Da hatte ich mir schon einfach ein paar Berichte. Ich habe jetzt natürlich Live-Buchungen gemacht. Das heißt, meine Schnell-BWA, die ich hier habe, gehe mal vor zurück, habe natürlich jetzt schon Prozesse ausgelöst. Ich habe ein bisschen Umsatzerlöse gebucht, ich habe ein bisschen Kosten gebucht. Ja, ich habe dann auch sofort hier so einen ganz kleinen Überblick vielleicht schon. Habe dann aber auch ein paar Berichte. Und das, hier habe ich mal eine HGB-Bilanz zum Beispiel gekürzt gedruckt. Warum gekürzt, werden Sie gleich sehen, dass ich hier auch, ja, weil ich hier nur die Konten angezeigt habe, wo Werte drauf sind. Somit passiver, aktiver, dementsprechend da. Oder aber, sage ich mal, die große Bilanz, ach so, ist ja extra Fenster, das schließe ich, die komplette Bilanz. Dann habe ich da, das sind ein paar mehr Seiten. Mit einer Schraffur noch drin, habe ich da aktiviert. Ja, das wäre dann meine Bilanz dementsprechend. Das sind dann Kontenschemata. Ich muss Kontenschemata da dementsprechend anlegen. Oder eine BWA vielleicht mal ganz kurz. Das ist ja mit so das Wichtigste, was man immer gerne hat. Dass ich hier auch so eine gekürzte Summe Umsatz erlöse. Wie gesagt, das ist jetzt noch eine BWA, die ich schon vorher gedruckt habe. Die ist jetzt natürlich noch nicht auf die neuen Werte. Das hatte ich mir im Vorfeld schon dahin gepackt in den Berichtseingang. Ja. Oder zum Beispiel kann ich mir die erstellen mit Einzelkonten. Dass ich dann dementsprechend eine BWA habe, wo ich dann sehe, ach ja, das ist dann auf den steuerfreien Umsatzerlösen und auf den Erlösen Inland. Dass ich so ein bisschen, wie setze ich das denn zusammen? Durch welche Konten? Wo kommen denn die Kosten her? Hab dann natürlich auch weitere Berichte, also Sie haben einige Berichte natürlich auch für Debitor oder für Lagerwert oder für Kreditor und Postenpair. Das gibt es natürlich, ich habe es mal bei Kreditoren gemacht, das gibt es dann auch bei Debitoren. Gehen wir mal kurz in die fällige Postenliste, die ich dann dementsprechend sehe. Oder aber, wir gehen mal in den Lagerwertbericht. Das heißt, ich möchte mal sehen, was habe ich denn an Lagerbestand, was ist das zurzeit wert, kann ich das mit meiner Bilanz abstimmen? Wenn wir jetzt in Bilanz, wer jetzt noch den Bilanzwert weiß, das würde da auch stehen, diese 44.826,20 eben in der AGB-Bilanz. Vielleicht magst du einmal zeigen, wo man prinzipiell Berichte über den Erkundungsmodus ganz gut findet. Weil du hast die jetzt ja alle im Berichtseingang drin und hast dir die vorab schon generiert. Vielleicht wäre das noch interessant, dass man das einmal sieht, weil okay, da auch viele Fragen Richtung gehen, welche Auswertungsmöglichkeiten wir onboard erstmal haben. Also, eigentlich immer, das ist das Schöne, wenn ich es bei einem weiß, dann weiß ich es eigentlich bei allen. Wir haben immer eigentlich einen ziemlich gleichen Aufbau. Das heißt, wenn ich hier in dem Bereich Debitoren bin und das ist Kreditoren analog und ich hier auf die drei Punkte gehe, weil je nachdem, wenn Sie das auf dem 4K-Monitor betreiben, 32 Zoll, dann haben Sie hier nicht viel mit Punkten. Dann baut sich das dynamisch sofort auf. Aber das kann ich ja jetzt nicht so machen. Das nennt man, glaube ich, keine schöne Präsentation. Hier bei weiteren Aktionen gibt es dann Berichte. Und hier habe ich dann dementsprechend schon wieder Berichte,
die ich dann dementsprechend sofort habe. Und dann habe ich, sehe ich beim Debitor, es gibt Verkaufsberichte, Finanzberichte oder was mit Mahnung. Und dann habe ich die Debitor Top 10 Liste oder so. Ne? Dann könnte ich dementsprechend hier die Debitor Top 10 Liste, kann ich nach Verkauf MW oder nach Saldo mir drucken. Ich gehe einfach mal jetzt ohne Datumsfilter da dran. Und jetzt mache ich das in der Vorschau. Was ich gemacht habe, ich habe mir die im Hintergrund gedruckt. Was ich da vorbereitet habe, war einfach, dass ich hingegangen bin. Ich habe zum Beispiel diesen Bericht möchte ich drucken und das möchte ich dann dementsprechend senden an und dann habe ich den in den Plandruck geschickt. Was vielleicht auch wichtig ist, Sie können alle Berichte in Excel drucken, ja, dass ich sofort vielleicht auch rechnen kann noch damit. Irgendwas noch mitmachen kann, F-Verweis oder so. Vielleicht brauche ich das wieder in einer anderen Liste, wo ich was präsentieren muss. Da habe ich die Möglichkeiten. Und das zieht sich halt durchs ganze System, dass Sie halt immer wieder hier dementsprechend Berichte finden. Ich zeige das gleich mal analog beim Kreditor, ist dann wieder genau dieselbe Logik. Das ist dann immer so das Schöne, wenn ich es weiß, wie es beim einen geht, dann weiß ich es eigentlich auch, wo ich es beim Artikel oder beim Kreditor oder bei den Sachen, wo es Berichte gibt. Ich glaube, der Standard liefert circa 1000 Berichte on board mit, sagt man. Ob man jetzt jeden benutzt, es sind ja meistens diese 10, 15 Highlight-Berichte, die man wirklich, mit denen man arbeitet. Das ist ja dann immer auch ein bisschen individuell. So, jetzt sehe ich es hier. Da ist weitere Optionen wieder. Das war eben schon eingeblendet und hier war wieder Bericht und hier ist wieder dasselbe. Ne? Ich habe hier Kreditor Top 10 Liste und so weiter. Also immer wieder ein ziemlich ähnlicher Aufbau. Die Saldenliste und so weiter. Saldenrückblick, vielleicht nochmal zum Abstimmen. Kontoblatt. Und das zieht sich dann halt, wie gesagt, durchs ganze System. Na, und habe dann auch hier dementsprechend Berichte am Artikel. Wenn Sie mit Montage arbeiten, Montage, Produktion wäre jetzt wieder Primo, aber Montage, im Montagemodul haben Sie in Essentials drin, ne? Wer zum Beispiel Sets erstellt oder so, der hat auch das in Essentials eigentlich schon drin. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Genau, bevor wir dann aber zu den Fragen kommen, würde ich nämlich jetzt noch eben zwei Folien schnell zeigen. Und dann machen wir wirklich Ihre Fragen. Ich hoffe, das klappt dann auch bei allen, auch wenn wir ein bisschen dann leicht drüber sind. Das ist ja vielleicht für alle spannend, zumindest für die das interessiert. Stopp nochmal eben ganz kurz. So, und weiter geht's. So, jetzt, wir waren ja eben bei dieser Folie. Und jetzt kommt, dann gehe ich jetzt gar nicht mal darauf ein, wie Sie kriegen die ja im Nachgang. Also die nächste Folie, lesen Sie die einfach. Wir haben eine Case-Studie mit einem Kunden gemacht. Der hat ja ein paar Punkte genannt. Das schicke ich mal, glaube ich, einfach mal mit, diese vier Seiten. Das werde ich dem Marketing sagen, dass doch diese vier Seiten einfach Ihnen mitgeschickt wird, diese Case-Study, damit Sie auch sehen, dass wir das auch in der Praxis wirklich schon einsetzen und dass auch ja zufriedene Kunden auch schon damit gewonnen haben. Das Wichtigste ist einfach nur, wie geht das eventuell weiter? Das heißt, ich kann Ihnen eigentlich nur anbieten, noch, Sie haben auch nochmal die Möglichkeit, gehen Sie sonst auch nochmal in eine individuelle Beratung mit uns, die ist kostenlos. Auch wenn wir hier eine Stunde schreiben, auch wenn sie anderthalb Stunden dauert, die Zeit nehmen wir uns nochmal, ob diese Lösung denn für Sie auch ja gebrauchbar wäre. Also das heißt, nutzen Sie notfalls die individuelle Beratung noch einmal kostenlos. Man könnte dann, aktuell haben wir halt drei Sachen, wir arbeiten aber derzeit an weiteren Modulen, die wir anbieten, damit wir vielleicht auch noch viel schneller live gehen können. Gerade wir haben Kunden gewonnen, die sehr viel selber machen inzwischen. Die brauchen gar nicht so viel Dienstleistung. Die brauchen das eher ad hoc, die Dienstleistung, eher ein kleines Support-Budget oder so. Aber ist das Projekt größer, eignet sich immer ein Workshop, weil im Workshop kann man dann wirklich eher sagen, wo geht die Reise hin. Das kann man manchmal schon gar nicht in den zwei Stunden schon alles erarbeiten, gerade wenn Ihre Prozesse schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind. Und dann versuchen wir eigentlich eine Implementierungsphase, gerade im SaaS, da denken wir wirklich aber auch an kleine Projekte, wo wir sie schulen, wo wir sie unterstützen, wie sie Word-Layouts machen und auch ziemlich zeitnah in den Echtchart kommen. Das hat aber auch was mit der Größe zu tun. Wenn Sie natürlich 20 Mandanten haben mit jeweils tausende Kunden, dann wird das sicher nicht unbedingt vielleicht in einer Woche alles klappen oder so schnell alles. Und dann muss man natürlich gucken, macht man das mal individuell, also wirklich auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, das Angebot. Ne? Manche machen auch gar keinen Workshop, das haben wir inzwischen halt auch. Es ist einfach ein ganz anderes Klientel, was uns derzeit diesen SaaS, diese Kunden und wie gesagt,
viele mit einer hohen Eigeninitiative aktuell. Wie gesagt, das ist nochmal das Angebot an Sie, wenn Ihnen das jetzt irgendwo gefallen hat. Wie gesagt, wir gehen gleich auf Ihre Fragen ein. Aber ruhig nochmal diese kostenlose individuelle Erstberatung anzufordern, dass wir da nochmal wirklich jetzt mit Ihnen persönlich reden, ein bisschen Ihre Erwartungshaltung kennenlernen und dann auch eine kleine Checkliste, die ist so 3 Seiten lang, wo wir dann einfach, wie gesagt, ein bisschen von Ihnen erfahren, in welcher Branche Sie sind, was Ihre Ziele mit der Lösung sind und wir dann einfach auch für Sie erörtern können, ob die SaaS-Lösung, weil es könnte ja sogar rauskommen, dass ja vielleicht sogar On-Prem für Sie das die bessere Wahl ist, weil die Frage kam ja am Anfang des Webcasts, On-Prem gibt es ja nach wie vor. Also es ist ja nicht, ich muss ja nicht alles in die Cloud schieben, wenn ich das vielleicht doch nicht sehe oder da auch nicht möchte. Dann biete ich Ihnen an, oder das bietet Ihnen Microsoft an, nicht ich kann Sie nur darauf verweisen, das notfalls zu nutzen, dass Sie eine vollumfängliche Testversion nutzen können. Ich weiß jetzt nicht, wer alles noch online ist, aber ich hatte, glaube ich, 2 E-Mails mit GMX und so gesehen. Ich darf ja nicht viel mehr sagen, weil es ja Datenschutz. Damit werden Sie leider diese Demo nicht schalten können. Das kann ich schon vorwegnehmen. Brauche schon eine individuelle E-Mail, die auf eine Firma hinweist. Wenn ich meine private GMX-E-Mail nehme, dann komme ich in dem Prozess nicht weiter. Das kann ich leider schon vorab sagen. Ja, und die Ansprechpartner, das bin irgendwo ich. Mich können Sie jederzeit anschreiben. Sie können den Herrn Grundmann anschreiben. Ja, oder info@tsu.de nutzen. Frau Thiele unterstützt mich einfach heute in unserem Prozess, um die Fragen zu überwachen. Genau, aber eigentlich die Ansprechpartner wären der Herr Grundmann und meine Wenigkeit. Oder nutzen Sie einfach info@tsu.de. Genau, und jetzt würde ich dann sagen, bevor wir das Ganze beenden, Annika, dass du dann jetzt nochmal vielleicht ein bisschen die Fragen rein moderierst. Genau. Ich habe ein paar Fragen mitgenommen. Die erste hattest du gerade quasi schon in deinem Ende deiner Präsentation mit abgehandelt, mit den Onboard-Auswertungsmöglichkeiten. Ich denke, das ist damit schon erledigt. Dann kam ja auch die Nachfrage bezüglich der CRM-Funktionalitäten, Kundenhistorie, Berichte. Ich denke, das müsste damit auch erschlagen sein. Sei denn, du möchtest da noch was zu sagen und dir fällt da noch was ein. Ja, es ging ja sicher um die Berichte und nicht um die CRM-Schnittstelle. Die CRM-Schnittstelle würde ich dann vielleicht sonst auch nochmal, jetzt vielleicht jetzt gar nicht in dieser großen Runde sehen, aber das waren, sind so die Berichte. Also gehen wir vielleicht nochmal rein. Sie sehen schon in Diviton, Sie haben eine hohe, in den Infoboxen kriegen Sie schon sehr viele Informationen. Was hat einer bezahlt? Was ist in einem Auftragsbestand offen? Was sind die ausstehenden Rechnungen? Also hier kriege ich schon sehr viele Informationen. Was habe ich komplett verkauft an einen? Sie können pro Debitor auch eine Einzelstatistik aufrufen, wo ich dann dementsprechend das sehe, was ich denn so in diesem Jahr, im Vorjahr oder bis heute mit Ihnen gemacht habe. Auch da haben Sie sehr viele Onboard-Möglichkeiten schon zur Auswertung und auch selber auf der Karte an sich, wenn ich die mal ganz aufklappe, sind ja auch nochmal weitere Kennzahlen, wo Sie hier schon sehen, was habe ich an Kosten mit dem eigentlich verursacht, was ist mein Gesamtumsatz. Das sind natürlich die Einstandspreise, sind jetzt nicht die Kosten der Verwaltung oder der Buchhaltung, das müssen natürlich die Kostenrechnung eventuell noch umlegen, Ihre Gemeinkosten. Das sind diese klassischen Kosten, was, ja, wenn ich Artikel an die verkaufe und wenn ich mit Einstandspreise, was denn da so gegengerechnet wird. Genau, jetzt kam gerade genau darauf bezogen noch eine Frage rein, ob es mandantenübergreifende Standard-Reports gibt. Mandantenübergreifend, nein. Also es ist immer je Mandant. Also ich habe jetzt nicht, dass ich einen Report aus Mandant BC Live Webcast mit den anderen verbinden kann. Es ist immer pro Mandant aktuell. Wenn das die Frage so war. Ich denke, das beantwortet es. Gut, dann, was an Berichte natürlich auch so ein bisschen mit anschließt, jetzt muss ich einmal lesen. Unterstützen Sie bei BI-Themen auch im Data Warehouse-Bereich? Vielleicht. Ja, das, wir haben im BI-Team haben wir 6 Leute, oder 7, ich weiß nicht, aber es ist ein großes Team, sag ich mal. Und die unterstützen die ganze Palette von Target. Das ist eher die größere Lösung, aber hier in dem Bereich, was hatten wir ja hier, Power BI, ist der Herr Roman Beitler eigentlich sehr aktiv. Ja, das unterstützen wir auch. Auch da geben wir Unterstützungsleistungen, dass Sie natürlich auch dementsprechend weitere Berichte, nicht nur die 3 kostenlosen, die der Standard Ihnen mitliefert. Sie haben 3, das ist ein Sales-Bericht, ein Finance-Bericht und ein CRM-Bericht. Dementsprechend, vielleicht weil CRM auch eben kam, was man vielleicht auch eben wissen muss, ist vielleicht für den einen oder anderen interessant.
Sie haben natürlich auch ein ganz kleines Mini-CRM im Bereich der Kontakte. Das heißt, im Bereich der Kontakten kann ich auch mit Verkaufschancen arbeiten. Das heißt, ich habe auch im Business Central schon Möglichkeiten mit Verkaufschancen etc., Kampagnen und Segmenten zu arbeiten. Das bietet der Standard schon so ein bisschen mit, ist jetzt gar nicht so in unserer Erstpräsentation so jetzt Bestandteil, aber da ja CRM eben so der Begriff kam, das Business Central bietet über die Kontakte auch, dass die Kontakte, die keine Debitoren sind, in den Kontakten pflegt man wirklich Interessenten. Und dann können Sie auch mit Verkaufschancen dementsprechend arbeiten. Die richte ich mir selber ein. Vieles ist immer selber. Ich muss mir ein bisschen was customizen. Was habe ich denn für Stufen, eine Gewinnungsstufe? Vielleicht muss ich den Ansprechpartner erstmal ermitteln und so weiter. Das kann ich dann alles ein bisschen einrichten und habe dann Möglichkeiten, auch ein bisschen CRM Lite im Business Central selber zu nutzen. Gut, jetzt, was hatten wir noch? Welche Möglichkeiten haben wir, auf die Software as a Service ERP-Daten zuzugreifen, wenn es um Auswertungen geht, nur OData? Ich denke, das hat sich damit auch. Na, kein SQL-Zugriff, aktuell kein SQL-Zugriff. Ich komme nicht an die SQL-Daten ran. Gut, Excel dann sowas, hätten. also eher Excel oder Datenexporte. Also ich kann so Datenexporte wie GDPDU zum Beispiel, da kann ich alle Tabellen auslesen. Aber ich komme nicht an, wenn ich jetzt ein Dokumentenmanagementsystem habe, was unbedingt an SQL ran muss, weil ich das so erworben habe. Solche gibt es ja am Markt. Ich komme aktuell nicht an die SQL-Datenbank ran. Im SaaS. On-Premise gilt das alles nicht. Im SaaS komme ich nicht an die SQL-Datenbank ran. Aktuell. Wie das weitergeht, aber das ist vielleicht nochmal für den einen oder anderen doch sehr wichtig. Genau, dann kam gerade noch eine sehr individuelle Frage. Ich werfe die mal mit rein. Es kann auch sein, dass wir die auf eine persönliche E-Mail schieben. Ob man den Aufwand schätzen kann für 10 zusätzliche Felder und gewisse Anbindungen an Systeme, sage ich jetzt mal. Ich denke, das sollte man dann individuell besprechen. Es passt vielleicht nicht so spezifisch in eine so große Runde, aber da würden wir entsprechend auf jeden Fall auf die entsprechenden Personen eingehen. Ich sehe ja, von wem die Anfrage entsprechend kam. Da senden wir dann vielleicht nochmal Informationen raus, würde ich sagen. Das System, vielleicht sagen wir mal zwei, drei Sachen noch dazu. Das System kriegt monatliche Updates, also auch kleine Updates, Bugfixing und so weiter, kann auch mal was reinkommen. Und sie kriegen halbjährlich große Updates. Das heißt, da kommen auch Features, richtig große Features, neue Felder und so weiter. Man muss dazu wissen, wenn es nur Felder sind, dass ich an der Debitorkarte ein paar Informationen habe, ist der Aufwand nicht so hoch, als wie wenn ich jetzt darauf noch eine Logik baue. Das heißt, muss der Auftrag das auch noch abgreifen. Man muss immer dran denken, wie ist der Prozess. Sind Folgeprozesse, die diese Felder benötigen, ist der Aufwand natürlich immer höher, als wenn wir jetzt nur sagen, an der Titelkarte brauche ich noch 5 weitere Felder, weil in meiner Branche Felder sind, die sind einfach in diesem Business Central nicht drin und ich brauche die einfach, um sie auszuwerten oder zu filtern. Dann ist der Aufwand sicher nicht so hoch, als wenn da wirklich, das muss bis zum Auftrag und bis zur gebuchten Rechnung und so weiter in den Beleg rein. Dann habe ich Folgeaufwände, Datasets erweitern, dann kann das schon richtig mächtig werden am Ende. Und da sollte man ein bisschen auf den Standard hoffen, der sich weiterentwickelt. Sie können das Ideenmanagement mitarbeiten, im Ideenmanagement, das ist offiziell, da kann jeder was reinschreiben, auch Sie als Interessent Kunde, wenn Sie eine Live-ID haben, was Sie sich da wünschen und das bewerten lassen und dann wird das Produkt sich ja auch weiterentwickeln. Das heißt, das Produkt ist im Wandel und es wird ja immer weitergehen. Genau. Ansonsten haben wir alle Fragen, die ich nicht dazwischen geworfen habe, hiermit eigentlich beantwortet. Gut, ja, dann würde ich sagen, dann sind wir ja soweit durch. Dann Genau. bedanke ich mich für Ihr Interesse, also dass Sie ja jetzt auch sogar 6 Minuten sogar länger vielleicht der ein oder andere da geblieben ist. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, dass Sie sich einen Eindruck machen konnten. Es ist jetzt, wie gesagt, was sehr Globales erstmal gewesen, um Ihnen diese Möglichkeit zu geben. Und ich kann nur noch darauf ja, verweisen, wenn Ihnen es wirklich gefallen hat, diese weiteren kostenlosen Möglichkeiten zu nutzen, weiter wirklich sich mit dem Produkt auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, sprechen Sie uns gerne auch an. Wir nochmal individuell mit Ihnen und gucken dann wirklich genau in Ihre Bedürfnisse, sei es, was diese 10 Felder zum Beispiel bedeuten, an Aufwand. Das könnte man dann ziemlich schnell abschätzen.
Es war auch in anderen Projekten, also wir machen auch kleine Anpassungen, haben wir im SaaS gemacht, also die sind gelaufen. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Wir haben auch schon in diesen Projekten eingegriffen durch Code. Dann, wie gesagt, dann von meiner Seite recht herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich werde jetzt ja, die Übertragung beenden und werde jetzt auch die Aufzeichnung anhalten. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Das wünsche ich auch.